Ja, ganz herzlichen Dank für diese doppelt nette Einleitung und auch für die doppelte Einladung hierher nach Halle, der ich sehr gern gefolgt bin, wenngleich ein bisschen gehetzt, wie sich das gehört im Beschleunigungszeitalter. Aber ist ja alles nochmal gut gegangen. Okay. Freue mich, dass es doch relativ großes Interesse findet. So ist es, glaube ich, im Semesteranfang. Hat man noch Zeit für sowas? Gut. Also was ich vortrage, hat zwar ein paar Teile, die Sie vielleicht schon kennen, die ich auch irgendwie routinemäßig runterleiern kann, aber sie hat auch wesentliche Teile, die drin ziemlich neu sind und wo ich nicht genau weiß, wie es weitergeht, und schon habe ich leider gar nicht die Lösungen, aber ich habe ein paar Überlegungen, wo vielleicht die Probleme liegen und in welche Richtung die Revolution gehen könnte, die mir da vorschwebt, und ich würde mich sehr freuen, einfach mit Ihnen gemeinsam zu überlegen, ob das was taugt und wie viel es taugt und an welchen Stellen es vielleicht nichts mehr taugt. Die Grundthese, die jetzt nicht so wahnsinnig neu ist, deshalb habe ich diese beiden Fotos auch schon verwendet, ist irgendwie, um sozusagen einen Teil dessen, was ich sagen will, gleich auf den Punkt zu bringen. Die Moderne ist die Lokomotive, das ist das Orgasmatron von der Band Motorhead, das war ein Plattencover, die sozusagen nicht nur die Geschwindigkeit zum Ausdruck bringt und die Technik und das Dynamische der Moderne, sondern auch, dass es sozusagen Dynamisierung, Beschleunigung, Dinge in Bewegung setzen, durchaus nicht nur was Schreckliches ist, sondern etwas, was mit den Aspirationen, mit den Glückserwartungen der Moderne zusammenhängt und auch sogar mit ihren Lusterfahrungen, schnell zu sein, beweglich zu sein, dynamisch zu sein. Ich würde inzwischen sagen, apropos Weltbeziehung, Welt in Reichweite zu bringen, ist irgendetwas, was unser Lustzentrum anrührt oder stimuliert. So, aber das Problem ist, dass die Dinge, die eben nicht sich beschleunigen lassen, auf der Strecke bleiben, ich dachte immer, sein Frosch ist aber eine Kröte, wie die arme Kröte da drunter. Und für den heutigen Vortrag würde das also bedeuten, die Modernisierung ist die Beschleunigungslokomotive, welche die Demokratie in Form der Kröte einfach überfährt. Jedenfalls besteht diese Gefahr. So, um das jetzt ein bisschen substanzieller zu machen, möchte ich in vier Schritten vorgehen. Erstens möchte ich Ihnen, und das ist ein neuer Teil, und ich denke, das ist auch ein Sinn der Gesamtveranstaltung, gerne mit Ihnen nochmal über den Demokratiebegriff reden. Wie konzeptualisieren wir Demokratie? Diese Frage ist nicht originell, die wird seit langem mit den Demokratietheorien behandelt, aber ich habe da nochmal eine Idee, die vielleicht ganz klar ein bisschen originell ist. Das zweite wäre dann mein Konzept, das ist nicht so neu, das ist halb neu, mein Konzept der Modernisierung als dynamische Stabilisierung, als eine Form von Gesellschaft, die sich nur dynamisch zu stabilisieren vermag. Ich werde gleich darlegen, was ich damit meine. Und die These ist, dass daraus eine bestimmte Eskalationslogik geradezu notwendig folgt. Moderne Gesellschaft kann man daran erkennen, oder auch Bereiche innerhalb der modernen Gesellschaft kann man als modern ausweisen, wenn sie nur durch Dynamisierung sich stabilisieren können, und mit Dynamisierung meine ich insbesondere durch Steigerung. Aber ich werde Ihnen das gleich darlegen. Und im dritten Schritt will ich dann darlegen, warum diese dynamische Stabilisierung, obwohl sie von Demokratie oder von demokratischer Umgestaltung mit angetrieben wurde, die Tendenz hat, die Demokratie zu unterhöhlen und zu untergraben und letzten Endes vielleicht sogar zu vernichten, sodass sich die Frage stellt, gut, dann stellen sich zwei Fragen, was ist die Konsequenz davon? Ich glaube, eine Konsequenz ist politische Entfremdung. Die Diagnose wird sich vielleicht nicht so überraschen, vielleicht aber die Begründung. Und dann will ich nochmal auf mein ursprüngliches Thema zurückkommen, warum ich glaube, dass man Demokratie als Resonanzsphäre konzeptualisieren kann und wie dann möglicherweise, das wäre die Frage, die uns alle beschäftigt, Formen des Widerstands aussehen können. Aber das Dumme ist, ich meine Widerstand gegen die Vernichtung der Demokratie oder gegen die politische Entfremdung. Ich habe mir zwar drei Formen ausgedacht, aber sie sind alle drei schlecht, und deshalb erwarte ich von der Diskussion, dass Sie die vierte gute dann aufzeigen. Gut, also was ist Demokratie? Es gibt ganz viele Definitionen, und ich möchte jetzt auch gar nicht die Zeit darauf verschwenden, weil das kann man in jedem Lehrbuch nachlesen, welche alle es gibt. Ich will nur darauf hinweisen, dass es natürlich eine gibt, die wird häufig als liberal oder liberal-individualistisch bezeichnet, in der die Idee ist, Rational-Choice-Theorien machen sowas gerne, Demokratie ist halt irgendwie so ein Aggregationsverfahren, in dem die Stimmen der Menschen, der Bürgerinnen und Bürger aggregiert werden, und dann geht es darum, Interessenkonflikte auszuhandeln oder Interessen zu aggregieren und dann irgendwie miteinander einen Konsens zu finden oder die gegeneinander abzuwägen und daraus irgendwie Politik zu formen, sodass es eine Berechnung, vielleicht nicht der Volonté General ist, aber dass man Demokratie verstehen kann als das Abwägen, das Aushandeln der Interessen, das Aushandeln von Konflikten und das Aggregieren von Stimmen, sodass dabei verbindliche Entscheidungen herauskommen. Und meine These ist, dass wenn man Demokratie so konzeptualisiert, man vielleicht einen Fehler macht. Eigentlich würde ich sagen, dass man das Grundversprechen der Moderne unterläuft, um das
schon zu verraten. Ich glaube, dieses Grundversprechen der Moderne ist, was ist das, warum ist Demokratie so attraktiv? Ist doch eigentlich hochinteressant, dass der Begriff der Demokratie wahnsinnig attraktiv ist. Es stört mich schon immer ein bisschen, wenn ich Hausarbeiten kriege, manchmal auch Abschlussarbeiten oder Doktorarbeiten, die irgendwie sagen, Demokratie ist die Lösung. Ja, weil das leuchtet irgendwie jedem ein. Klar, es muss demokratisch sein, es muss irgendwie Demokratie sein. Und wir sehen auch, ich habe eine Zeit lang gedacht, irgendwie weltweit hat die Demokratie eigentlich an Attraktivität verloren. Das chinesische Modell scheint irgendwie besser zu sein, selbst für Länder in Afrika oder so. Aber es stimmt natürlich nicht völlig. Ja, weltweit sind Menschen und Massen elektrisiert bei der Idee der Demokratie, ohne dass so richtig klar ist, was das jetzt eigentlich heißen soll und was das große Versprechen davon ist. Und meine These wäre, die Eingangsthese wäre, das Versprechen der Demokratie liegt eigentlich darin, dass sie jedem Bürger und jeder Bürgerin eine Stimme gibt, die dann auch hörbar wird im politischen Raum. Eine Stimme zu haben, eine Stimme hörbar zu machen, Sie sehen schon, da, ich will auf die Resonanztheorie hinaus, das ist, ich komme aber gleich nochmal darauf zurück, das ist das Grundversprechen der Demokratie, dass man eine Stimme kriegt, die man hörbar machen kann in einem gemeinsamen Raum. Das ist dieses Konzept, glaube ich, am nächsten dem, was Hannah Arendt macht, indem sie das gemeinsame Handeln betont, das dann erst eine Welt hervorbringt. Dass man nicht einfach ein stummes Objekt in einer politischen Landschaft oder Verfügungsmasse ist, sondern seine Stimme hörbar machen kann und dass diese Stimme dann einen Einfluss hat im Konzert der Gemeinschaft. Das ist, meine ich, ein Grundversprechen der Demokratie. Und zwar deshalb, weil ich glaube, dass Demokratie das ein geniales Instrument der modernen Gesellschaft ist, um sich Welt anzuverwandeln. Sie haben ganz richtig gesagt, ich will auf eine neue Soziologie der Weltbeziehung hinaus. Und die Frage ist also, wie sind Menschen in die Welt gestellt? Wie beziehen wir uns auf dieses Ding da draußen, was Welt heißt? Und ein wesentlicher Teil dieser Welt besteht aus öffentlichen Institutionen, aus kollektiv geteilten Strukturen und öffentlichen Institutionen. Und ich glaube, das wäre ein Argument, was Sie zum Beispiel bei Charles Taylor finden, dass vormoderne Menschen natürlich, also okay, wir wissen alles, gibt die Vormoderne nicht. Ja? Also ich stelle mir sowas wie eine mittelalterliche christliche Gesellschaft vor, aber ich glaube, das würde auch für die meisten Hochkulturen, die wir kennen, so ähnlich gelten, dass sie nämlich die Welt als Ganzes in eine Sinnstruktur eingebettet fühlen. Sowas wie nach Lovejoy eine große Ordnung des Daseins, the great chain of being, in der alle Dinge irgendwie ihren Platz haben. Also wenn Sie sich die Welt als von Gott geschaffen vorstellen, dann haben die Institutionen da ihren Platz und ihren Sinn und sie gehören mit ihnen zusammen. Sie haben einen Ort, einen Platz in einem eigentlich in sowas wie einem Gesamtkonzert. Ja, man kann sich dann die Welt wie ein Symphoniekonzert vorstellen, in der natürlich die Strukturen, die Institutionen, in denen wir leben, ihren Sinn und ihre Resonanzqualität haben. In der Moderne ändert sich das radikal. Ne, die Institutionen, der Staat, die Gesetze, die Regeln, die Uni, in der sie sich hier bewegen zum Beispiel, sind das kontingente Ergebnis von geschichtlichen Auseinandersetzungen, von Interessenkämpfen, von Entwicklungen, wenn Sie mit Foucault denken, auch von Irrtümern und auf jeden Fall von Machtkämpfen, und die haben keine innere Beziehung zu uns. Diese Strukturen sprechen nicht zu uns, sie sprechen uns nicht an, sie sprechen nicht unsere Sprache, sondern sie sind eben das Ergebnis von häufig kontingenten Prozessen, häufig auch von Aggregationen, von Tausenden von Einzelentscheidungen. Ja, überall fällen Menschen Entscheidungen, machen bestimmte Handlungen und am Schluss entstehen dann sowas wie kollektive Strukturen, sodass man sagen kann, und diese Strukturen stehen, oder wir stehen zu diesen Strukturen in einem stummen Weltverhältnis. Stumm heißt, es gibt kein, also natürlich gibt es kausale Wechselwirkungen. Wenn Sie ein Fenster einschmeißen, ist das Fenster eben eingeschmissen oder so. Und es gibt auch instrumentelle Wechselwirkungen. Wir nutzen die Vorlesungen und die Seminare und andere Dinge, um unsere Ziele und Interessen zu verfolgen, und andere Menschen machen das auch. Aber sie sind nicht intern mit uns verknüpft. Sie haben uns nichts zu sagen, sie sprechen nicht zu uns. Die Sache mit den Weltbeziehungen kann ich jetzt nicht in allen Einzelheiten darlegen. Aber es gibt diese, wir kennen das alle, Sie alle kennen auch Resonanzerfahrungen, wo man plötzlich das Gefühl hat, ein Ding hat mir was zu sagen. Besonders instruktiv finde ich, dass man das mit Dingen machen kann. Wo wir erstmal sagen würden, das rationale, moderne Weltverhältnis legt uns nahe, dass ein Ding von sich aus ein toter Gegenstand ist eigentlich. Man kann sich das nicht als belebt, sonst wären wir animistisch oder so vorstellen. Und trotzdem gibt es immer auch die Sehnsucht, dass man Dinge zum Sprechen bringen könnte. Bei Rilke heißt es irgendwie, die Dinge singen, höre ich so gern. Und bei Eichendorff heißt, schläft ein Lied in allen Dingen. Und das bringt ein anderes Weltverhältnis zum Ausdruck, bei dem die Welt uns irgendwie auch innerlich verknüpft ist, uns etwas zu sagen hat, auf uns reagiert, in einem Art von Antwort, Verhältnis steht.
Jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Ah ja, genau, ich wollte sagen, also wenn man sie, bei Dingen kann man sich das gut vorstellen, wenn Sie zum Beispiel an irgendeinem Gegenstand vorbeilaufen und plötzlich kommt in der Literatur, finden Sie das überall und überall, bei Sartre zum Beispiel, auch bei Camus, sind es Dinge häufig, die uns anschweigen. Ja? Der Ekel ist toll für sowas. Ja? Wenn Sie innerlich ein heimisches Grauen fühlen, Sie laufen an irgendeinem Gebäude vorbei oder ein dunkler Keller, ist für Kinder leben sozusagen in einer Welt, die zu ihnen spricht. Aber jeder kennt noch diese Erfahrung, Sie laufen, sagen wir mal, in ein dunkler Keller und plötzlich überfällt Sie ein innerliches Grauen oder ein heimliches Grauen oder sowas. Dann ist das eine Art von Resonanz, das Ding spricht irgendwie innerlich zu Ihnen. Wenn Ihnen dagegen ein Stein auf den Kopf fällt, dann tut es zwar weh, aber das ist dann nur ein instrumentelles oder eine kausale Form der Wechselwirkung, also eine stumme Form der Wechselwirkung. Aber wir können diese Ding-Geschichten gleich wieder vergessen. Was ich sagen will, ist, dass die Institutionen der öffentlichen Sphäre, der öffentlichen Welt in keinem inneren Verbindungsverhältnis, in keinem Antwortverhältnis zu modernen Menschen stehen. Sie sind nicht Gott gegeben, sie sind auch nicht von der Natur irgendwie so geschaffen, dass sie in einem Passungsverhältnis zu uns leben, sondern sie sind eben der Ausdruck der gerade jetzt gegebenen Zustände und der historischen Ketten, die dazu geführt haben. Und Demokratie ist jetzt das Instrument, das habe ich sogar vergessen, das hinzuschreiben, das Instrument, mit dem wir uns diese Strukturen wieder anverwandeln können. Mittels demokratischer Verfahren bringen wir die Institutionen in ein Antwortverhältnis zu uns. Das sind die Strukturen, die wir geschaffen haben, die Welt, die wir uns gegeben haben, wenn Sie so wollen. Habermas und tausend andere haben es immer wieder zum Ausdruck gebracht, dass der Punkt eben der ist, dass die Adressaten der Normen und oder der Gesetze auch die Autoren sind. Und damit spricht die Welt zu uns einfach insofern, als wir gemeinsam durch die Institutionen hindurch sprechen. Sie antworten uns, weil wenn wir sie ändern wollen, kollektiv, können wir sie ändern. Ja, damit sind die Regeln, die Gesetze, die Institutionen, die Bürokratien in einem Antwortverhältnis zu uns. Sie stehen uns nicht einfach stumm gegenüber als Hindernisse, die uns nerven, wenn die Steuererklärung gemacht werden muss oder so, sondern sie sind Ausdruck unseres Handelns und sie reagieren auf unser Handeln. Ja, wir können uns bemerkbar machen in ihnen, und bei Charles Taylor gibt es dann die große Idee überhaupt im Kommunitarismus. Kommunitaristen waren, glaube ich, die so einen Demokratiebegriff verwenden, immer wieder betont, dass so eine Antwort oder eine Expressionsqualität wichtig ist. Also die Idee wäre dann, dass wir uns widerspiegeln in gewisser Weise in dem, was wir kollektiv geschaffen haben. Das ist nicht was Fremdes, was ganz anderes, was uns gegenübersteht und uns irgendwie handelt. Also Demokratie ist das Instrument, mit dem wir übrigens auch die Politiker selber, die Herrschaft, in ein Antwortverhältnis zu uns bringen. Mit den Wahlen zum Beispiel, das ist die Idee der Wahlen, die müssen auf uns reagieren, auf die Bürgerinnen und Bürger. Die stehen in ein Wechselverhältnis zu uns. Sie reagieren nicht nur im Sinne von abhängigen Figuren, also das wäre die Idee des imperativen Mandats, sondern nein, sie handeln auch selber, aber es gibt sowas wie eine Responsivitätsbeziehung, wie es bei Pitkin heißt, oder eben eine Resonanzbeziehung. Also die These ist, Demokratie ist nicht die Idee der Interessenaggregation oder so etwas oder des Aushandelns von Konflikten, sondern es ist das Grundversprechen einer Resonanzsphäre, des Erzeugens einer Sphäre, in der Bürgerinnen und Bürger in ein Antwortverhältnis zueinander und zu den Institutionen gehen, und dass die Demokratie uns eine Stimme verleiht in der Welt, ist das zentrale Geschehen. Die Frage ist jetzt aber, und das ist völlig experimentell, Sie können mir es gleich um die Ohren hauen, aber ich habe mal das versucht, resonanztheoretisch zu durchdenken, habe gedacht, okay, also nehmen wir mal an, das Stimme, das Grundversprechen, die Attraktivität der Demokratie ruht darin, dass sie Bürgerinnen und Bürger eine Stimme verleiht. Dann ist die Frage, welche Art von Stimme? Und das ist ganz interessant, wenn man darüber nachdenkt. Da gibt es ein Buch von Nancy Love, der heißt wirklich Love wie Liebe. Und die hat mich auf diese Idee gebracht. Ich habe es ein bisschen umgemacht und habe aus ihren drei, ich glaube, bei ihr gibt es drei Stimmen, bei mir gibt es vier. Aber die Idee stammt von ihr. Also, welche Art von Stimme gibt es? Und da würde ich sagen, diese liberal-individualistische Konzeption, die Racial-Choice-Konzeption, die legt den Wert auf die abgegebene Stimme. Ja, wir geben die Stimme ab am Wahlakt. Ich finde, da ist die Sprache schon sprechend. Wenn man gibt die Stimme ab, dann wird sie auch nicht mehr hörbar gemacht. Das ist kein Resonanzinstrument. Eine abgegebene Stimme ist etwas, was man aggregieren kann, was ja dann auch passiert. Man zählt die Stimmen halt aus und dann handelt man aus, ob man jetzt lieber wie in Thüringen rot-rot-schwarz oder rot, ist das rot-rot-schwarz? Nee, rot-rot-grün. Oder rot-schwarz oder ach, das geht bestimmt auch bald regiert werden will. Das würde ich sagen, ist eine stumme, eigentlich ist das, damit wird Politik eigentlich in eine stumme Form der Weltbeziehung transferiert. Wenn man gibt die Stimme ab und dann wird es eben irgendwie ausgehandelt, ausgewogen, vielleicht kann man es sogar berechnen. Ist jetzt ein bisschen gemein, vielleicht gibt es Verteidiger der liberalen individualistischen Konzeption, aber erstmal würde ich sagen, also erstmal halte ich mich an der Metapher auf, das ist die abgegebene Stimme. Ja? Einmal kann ich sie per Kreuz vielleicht äußern, aber dann ist sie weg.
bei Habermas, der deliberativen Konzeption, da gibt es die Idee von sowas wie, dass man die Stimme der Vernunft hörbar macht, ja, auch im kollektiven Aushandeln. Ja. Die Stimme, die demokratische Stimme, ist die Demokratie, ist das Verfahren, mittels dessen sich die Vernunft durchsetzt, mit Argumenten, mittels rationaler Deliberation oder rationalen Abwägens, sodass man sagen kann, okay, es ist die Stimme der Vernunft, die Stimme des rationalen Argumentierens, der Kognition auf jeden Fall. Und Nancy Love sagt jetzt eben, ja, das reicht noch nicht. Und ich würde sagen, die Kommunitaristen haben das auch immer versucht zu sagen. Besonders gegen die liberal-individualistische Konzeption Demokratie ist irgendwas anderes. Und Sie wissen, dann haben Sie den Gemeinschaftsbegriff wieder entdeckt. Und zwar in Formen, der mir auch nicht sonderlich sympathisch ist. Aber die Idee ist, die Stimme hörbar zu machen, fast bei das Buch von Nancy Love, auf das ich mich bezogen habe, das heißt Musical Democracy. Das klingt erstmal vielleicht komisch, aber die Idee ist, nein, man muss sich das anders vorstellen, das ist wirklich ein Hören, ein Fragen, Hören und Antworten, so wie in einem musikalischen Geschehen. Bürgerinnen und Bürger reagieren aufeinander und versuchen was Neues und gehen darauf ein und haben dann auch das Gefühl, dass es sowas wie was Zusammenklingendes ergibt. Demokratische Institutionen entstehen im Zusammenklingen der Zivilgesellschaft, könnte man vielleicht sagen, die da was entstehen lässt. Und ich habe dann überlegt, ob man das nicht sehen kann in Woodstock oder so. Das war irgendwie die, ja, ich meine, das war das Zeitalter. Jetzt lachen Sie nicht gleich. Was dazu geführt hat, dass Willy Brandt dann davon gesprochen hat, dass wir mehr Demokratie wagen wollen. Und es ist wirklich interessant, da gibt es interessante Dokumente von der Woodstock-Generation, auch von politischen Beobachtern, die gesagt haben, übrigens über das Festival dort selber, sie seien zusammengekommen, um gemeinsam zu deliberieren und gemeinsam Musik zu hören, und sie seien überzeugt gewesen, danach wird die Welt eine andere sein als vorher sozusagen, oder nach, also nicht jetzt nach dem Festival, aber nach diesem Zeitalter, weil da die Stimme auf eine ganz andere Form hörbar gemacht wurde. Ich meine, warum haben Protestbewegungen, wenn sie Erfolg haben, gehen fast immer mit Musik einher, ja, mit dem gemeinsamen Singen. Das war bei der Arbeiterbewegung so, das war in Woodstock so, das ist fast immer, das ist auch in den christlichen Bewegungen so. Die Stimme wird dort anders hörbar gemacht. Sie wird eingesetzt als ein musikalisches Instrument, das William Connolly spricht von der viszeralen Qualität der Demokratie, sozusagen von den Eingeweiden. Ja. Demokratie ist auch etwas, was man fühlen muss als Interaktionsgeschehen, als zusammenwirkendes Geschehen. Und da kommt halt eine ästhetische Dimension zumindest mit ins Spiel. Und ich glaube, das ist eine andere Form, ist ganz sicher eine andere Form als die liberal-individualistische und auch eine andere Form als die deliberative Demokratie. Und im Prinzip meine ich sowas mit meinem Argument Demokratie als Resonanzsphäre, in der aber diese drei Momente ineinander oder zueinander finden müssen, zusammenkommen müssen. Resonanz bedeutet auch eine Resonanz zwischen der Kognition, der Deliberation, der Argumentation und dem eher emotionalen Geschehen. Und wenn man jetzt fragt, ich bin Soziologe, nicht Politikwissenschaftler, damit das rechtfertigt alles. Also, Zustand des Gemeinwesens. Wir glauben ja, dass wir irgendwie demokratisch sein, dass wir demokratisch verfasst sind, und Sie würden ja nicht kommen, wenn Sie nicht den Anspruch hätten und die Idee, dass wir irgendwie Demokratie brauchen. Aber was heißt denn das? Also wie interagieren wir in diesem Gemeinwesen? Welche Art von Weltbeziehung kommt in unserem politischen Weltverhältnis zum Ausdruck? Und ich glaube, dass wir heute eigentlich die Stimme, die wir noch haben und die wir einsetzen, keine dieser dreien ist, sondern ein spätmodernes Verfallsstadium. Ich habe mir überlegt, eigentlich machen wir die Stimme nicht mehr hörbar. Genau genommen habe ich einfach Fernsehen geguckt und geguckt, was ich da finde. Oh, sehr gute soziologische Methode. Und was finde ich? Eigentlich nicht den Protestsong oder überhaupt den politischen Song und auch nicht die Stimme der Vernunft, also nicht im Fernsehen. Und ich meine, Leute gehen auch nicht mehr wählen, aber man hört das politische Gelächter. Es gibt nichts, was Menschen so sehr so gucken, ich weiß nicht, ob sie heute Show gucken oder sowas, oder die Anstalt oder solche Sachen. Und das gibt es nicht nur in Deutschland, das gibt es weltweit. Lachen über Politik ist auch eine Form, seine Stimme hörbar zu machen. Aber ich finde es natürlich, das ist der Ausdruck der Entfremdung. Das steht mit mir nicht in dem inneren Zusammenhang, sondern ich distanziere mich davon, ich verlache das, was da politisch geschieht. Also ich weiß nicht, ich finde das hochinteressant. Solche Satire-Sendungen, die gab es immer, die gab es auch schon zu den guten Zeiten, von denen Sie gesprochen haben. Aber dass sie so massiv und so dominant geworden sind und weltweit immer in den gleichen Formen kommen, man lacht halt über Flinten-Uschi. Aber ich meine, ist das, was wir mit Demokratie gemeint haben? Manchmal wird so getan. In den Leitmedien können Sie es immer mal wieder lesen. Bei uns gibt es ja Satire, das ist der Beweis, wie demokratisch wir doch verfasst sind. Ich finde das nicht. Das ist nicht der Ausdruck von Demokratie, von Anverwandlung.
Abwandlung der kollektiv gestalteten Welt, sondern es ist Ausdruck der Entfremdung. Und dann gibt es noch die Stimme der Wutbürger, das sozusagen Protestschreien ist. Ist jetzt gerade im Moment in Deutschland nicht mehr so in, es ist aber eigentlich ein weltweites Geschehen. Um das gleich zu sagen, hatte ich zwar, glaube ich, also jetzt wollte ich erst am Schluss sagen, aber jetzt bin ich schon dabei. Also, ich glaube, es gibt wirklich einen Zusammenhang und den kann man schon unter den Demokratiebegriff fassen. Es ist doch interessant, dass sich weltweit ähnliche Phänomene abspielen und ich weiß, dass es immer auf Ärger stößt, aber ich würde wirklich sagen, das geht mit sowas wie Stuttgart 21 los und geht dann über die Proteste in Rio, zum Beispiel bei der Fußball-WM oder in Tahrir Square oder in Gezi Park in Istanbul oder Maidan in Kiew oder Tiananmen in China. Das Interessante scheint mir, dass dort Bürger und Bürgerinnen ihre Stimme hörbar machen wollen. Das ist definitiv die Idee. Wir wollen Gehör finden, wir wollen gehört werden, wir wollen, dass Politik auf uns reagiert, dass die Politiker uns zur Kenntnis nehmen erstmal und dann auf uns reagieren. Das ist, glaube ich, ein Versuch, Welt sich wieder anzuverwandeln. Und das Erstaunliche ist, nach meiner Auffassung, dass diese Protestbewegungen eigentlich weltweit nicht einer Logik von links oder rechts folgen oder so, eigentlich überhaupt nicht einer ideologischen Differenzierungslinie, sondern ich glaube, das behaupte ich jetzt erstmal, Sie können mir auch das gleich um die Ohren hauen, es ist eigentlich immer Bürgerinnen gegen Politik. Ja, also es war auch, ich meine, Stuttgart war es irgendwie so, der ganze Stadtrat oder der ganze Stadtrat und so und das Land, die waren alle für das Ding, die Politik wollte diesen Bahnhof haben. Aber die Bürger, jedenfalls die auf die Straße gingen, es ist eben dann nie die Bürgerinnen und Bürger insgesamt, aber die auf die Straße gingen, die wollten das eben nicht haben. Und es war in Hamburg so ähnlich, als die gesamte Bürgerschaft, heißt in Hamburg Bürgerschaft, ja, die Bildungsreform wollte, aber die Bürger wollten es eben nicht. Oder zum Beispiel in Jena, der Stadt, wo ich herkomme, ist jetzt nicht so weit, dass Sie sie nicht kennen könnten, da wollte der Stadtrat mit großer Mehrheit den Eichplatz bebauen und die Bürgerinnen und Bürger haben Nein gesagt. Das hat nichts mit links-rechts zu tun, mit politischen Visionen, mit politischen Gestaltungsprogrammen, sondern es ist Ausdruck einer Entfremdung von den Politikern, ja, die irgendwie was machen, was wir nicht wollen. Und das war der Protest gegen Erdogan oder gegen Mubarak, ja. Ja, Mubarak, genau. Oder egal wo es ist Bürger gegen Politik. Ja, da kommt erstmal eine Entfremdung, glaube ich, da kommt politische Entfremdung zum Ausdruck. Und jetzt, im zweiten Schritt will ich Ihnen erklären, woran es liegt, dass es so weit gekommen ist, dass es weltweit so weit gekommen ist. Jetzt sollte ich vielleicht mal einen Blick auf die Uhr werfen. Ich habe noch eine Lustzeit. Ja. Super. Okay, also was ist, wir machen jetzt einen Schritt weg, das kommt der zweite Schritt. Wie würde ich Moderne begreifen? Ich habe schon gesagt, über das Prinzip dynamischer Stabilisierung, das lautet dann folgendermaßen. Sie wissen alle, dass man sich endlos darüber streiten kann, was die Moderne ist oder was Modernisierung ist. Die meisten Definitionen, die wir kennen, haben das Problem, dass sie irgendwie ethnozentrisch oder eurozentrisch sind, ja, oder so stark normativ beladen, dass man dann immer Beispiele dafür findet, wie außereuropäische Modernen eben anders sind oder manchmal auch innereuropäische Modernen. Also wenn Sie irgendwie glauben, dass Demokratie zur Moderne gehören, haben Sie sofort das Problem, dass man sagt, ja, waren die Nazis dann keine, waren die nicht modern oder von mir aus die Sowjetunion. Aber hier kommt eine Definition, von der ich behaupte, dass sie für alle Phasen, für alle Regime der Moderne und dazu noch für alle Kulturen gilt. Ja, die iranische und die südafrikanische und die brasilianische und die indische Moderne, für die gilt alles dieser folgende Satz. Eine Gesellschaft ist modern oder eine moderne Gesellschaft ist dadurch gekennzeichnet, dass sie sich nur dynamisch zu stabilisieren vermag, was bedeutet, dass sie strukturell auf Wachstum, Beschleunigung und Innovationsverdichtung angewiesen ist, um sich zu erhalten und zu reproduzieren. Also das mag kompliziert klingen, die Grundidee ist ganz einfach. Ja. Wir haben es mit Gebilden zu tun, die sich nur über Steigerung erhalten können, die darauf angewiesen sind, das ist mit Eskalationslogik gemeint, dass sie sich steigern, dass sie wachsen, dass sie beschleunigen, dass sie permanent Innovationen hervorbringen, nur um so zu bleiben, wie sie sind. Am schönsten sehen Sie das natürlich in der gegenwärtigen Wirtschaftsform, in Kapitalismus. Jedenfalls die bisher, also ich meine, auch darüber können wir, das will ich jetzt nicht an der Stelle machen, können wir am Schluss diskutieren, wie das eigentlich ist, ob Kapitalismus auch existieren kann, wenn die Wirtschaft schrumpft. Also eine Zeit lang kann das auf jeden Fall, aber ich glaube, dann wird er erst recht zum Kannibalen. Normalerweise die funktionierenden Kapitalismen, die über einige Zeiten hinweggehen, egal ob die rheinisch oder angelsächsisch oder asiatisch oder sonst was sind, die schaffen das nur über Wachstum. Man sieht das in Griechenland, sie sind also an der gesamten Eurozonen-Diskussion. Die Idee ist, irgendwie muss der Wachstumsmotor in Gang kommen. Warum? Haben wir eine spezifische Knappheit an Kleidern, an Computern, an Autos, an irgendwas? Nein. Aber das Ding muss wachsen, weil wir sonst in die Krise kommen. Ja? Ohne Wachstum. Und übrigens heißt Wachstum immer in dem Fall auch
in dem Kontext jedenfalls Beschleunigung und Innovation. Ja, also Wachstum geht über permanente Innovierung, Prozessinnovationen und Produktinnovationen und damit verknüpft ist notwendig Beschleunigung. Ich komme gleich nochmal auf den Zusammenhang zurück. Ich habe aber eigentlich in meinem Beschleunigungsbuch versucht, diese drei Dimensionen unter einen einzigen Begriff, nämlich der Beschleunigung, zu finden. Weil wachsen heißt mehr oder also mehr und sei es auch nur mehr Wert, mehr zu produzieren in der gleichen Zeit und das heißt natürlich dann auch mehr zu konsumieren und mehr zu distribuieren. Egal, die Idee ist, zum Beispiel in Griechenland können Sie gucken, was passiert, wenn eine Wachstumsgesellschaft in dem Sinne, weil es eine moderne Gesellschaft ist, nicht wächst. Dann verlieren Sie halt Jobs, dann schließen Firmen, dann sinken die Staatseinnahmen, aber die Ausgaben steigen, auf der Seite der Sozialsysteme zumindest, dann kommt es zu einer Staatsschuldenkrise, das führt irgendwann früher oder später zu sowas wie zu einer Delegitimierung des politischen Systems und damit zu einer Gesamtkrise. Das ist der Inbegriff dessen, was ich mit dynamischer Stabilisierung meine. Das Ding muss wachsen, damit es so bleiben kann, wie es ist. Und in Deutschland sehen Sie das besonders gut, wo wir es ja eigentlich im Wesentlichen mit gesättigten Märkten zu tun haben. Auch da wird gesagt, wir müssen alles tun, um die Innovationsfähigkeit zu erhalten, um kreativ zu bleiben oder sogar noch kreativer zu werden, um zu wachsen und zu beschleunigen. Das wird häufig nicht gesagt, aber mitgedacht, weil wir sonst abgehängt werden im globalen Wettbewerb. Also ohne Steigerung, das ist heute nicht das Thema meines Vortrags, aber es ist meine Grundüberzeugung, was ich in jedem Vortrag sage. Das Problem ist individuell wie kollektiv, egal wie gut wir dieses Jahr sind, wie groß, wie innovativ, nächstes Jahr muss noch eine Schippe drauf. Und zwar nicht, weil wir irgendein Ziel realisieren wollen, ja, irgendwie eine bessere Welt schaffen wollen, sondern weil wir sonst zurückfallen. Sonst kommen alle Arten von Krisen. Und ich glaube, oder für mich ist das das stahlharte Gehäuse der Moderne sozusagen, von dem Weber spricht. Die Eskalationslogik der Moderne, sie muss immer zu wachsen, beschleunigen, innovieren, um den Status quo zu erhalten. Und natürlich ist es am Schluss, das ist eine Eskalationslogik, weil selbst wenn Sie nur 1% oder so oder 1,5% Wirtschaftswachstum haben, ist es ja nicht im substanziellen Output nicht eine lineare Wachstumskurve, sondern eine exponentielle. Selbst in den Krisenjahren der letzten Jahre, ich glaube irgendwie 2009, ist das Gesamtprodukt der Wirtschaft in Deutschland um die Gesamtsumme der Wirtschaftsleistung des Kaiserreichs gestiegen. Ja? Und das war dann 1% oder so. Das heißt, Sie sehen, wir kriegen eine Eskalationslinie. Gut, das heißt, ich glaube, moderne Gesellschaften, die können ihrem Wesen nach bestimmt werden als gesteuert oder beherrscht von der Logik der Dynamisierung und damit das immer schnellere in Bewegung setzen der materiellen, der sozialen und der geistigen Welt. Und die These war jetzt, dass es notwendig und immer schärfer zu einer Krise in der Zeitdimension führt, weil wir fast alles vermehren können. Wir können Güter nicht unbeschränkt wahrscheinlich vermehren, aber wir können sie ziemlich stark vermehren. Inzwischen soll der mitteleuropäische Haushalt etwa 10.000 Gegenstände enthalten, während noch um 1900 es nur 400 waren. Da sehen Sie, was mit Eskalation gemeint ist. Wir können die Zahl der Kontakte dramatisch vermehren, im Facebook-Zeitalter sowieso. Kenneth Görgen hat ausgerechnet, dass ein Pendler, der von Connecticut irgendwie nach New York pendelt, das sind 1,5 Stunden oder so, oder eine gute Stunde Wegstrecke, schon auf seinem Hin- und Rückweg zur Arbeit mehr Menschen begegnet als der mittelalterliche Mensch in seinem gesamten Leben. Wobei er jetzt zu den Menschen, denen man begegnet, auch die Leute gerechnet hat, die er im Radio hört, von denen er in der Zeitung liest oder mit denen er über Facebook oder so verknüpft ist. Und ich glaube, die Eskalationslogik der Moderne ist getrieben worden von unserem Bedürfnis, die Optionen zu vermehren. Oder ich würde inzwischen sagen, Weltbeziehung ist mein Stichwort. Ich glaube, von was wir gesteuert werden und nicht nur, weil der Kapitalismus es will, sondern weil wir es selber wollen. Und die Frage nach dem gelingenden Leben, über die ich so leidenschaftlich nachdenke, die haben wir, glaube ich, so beantwortet. Wir, damit meine ich sozusagen die Kultur der Moderne, dass wir glauben, das Leben wird besser, wenn wir Weltreichweite vergrößern, wenn wir mehr Welt in Reichweite bringen. Na, deshalb ist zum Beispiel Geld toll. Wenn Sie nämlich ganz viel Geld haben, dann können Sie, wenn Sie Lust haben, morgen nach Hawaii fliegen. Sie bringen Hawaii in Ihre Reichweite. Buchstäblich, ich kann da morgen hinfliegen, wenn ich reich bin. Und warum wollen Sie lieber in der Stadt wohnen als auf dem Dorf? Wenn ich fragen würde, wer von Ihnen will lieber in der Stadt wohnen als auf dem Dorf, dann würden sich wahrscheinlich alle melden. Und warum eigentlich? Ich schwöre, die Antwort, die Sie mir geben, nein, dann muss ich nicht schwören, ich wette. Die Antwort, die Sie mir geben, lautet, ja, da habe ich viel mehr Möglichkeiten. In der Stadt habe ich eben Möglichkeiten. Die Berliner sind so stolz auf ihre drei Opernhäusern, auch wenn sie nie hingehen, aber sie haben die Möglichkeiten. Sie haben Möglichkeiten. Und warum ist es früher oder später so, dass jeder mit so einem blöden, also fast jeder, außer bei der Böll-Stiftung,
mit einem Smartphone rumrennt, weil es Welt in Reichweite bringt. Ich kann jetzt, ja, wenn ich jetzt will, kann ich Nachrichten gucken und mit Menschen in Kontakt treten und so weiter. Also die Idee, Optionen zu vermehren, Welt in Reichweite zu bringen, ist, glaube ich, das, was uns steuert. Und das können wir alles vermehren, steigern, vergrößern, aber wir können nicht Zeit vermehren. Die Zeit ist sozusagen der einzige oder ist der eine Faktor in diesem Spiel, den wir nur verdichten können, immer weiter zusammenpressen, ne? Damit wir mit all den Menschen, mit denen wir in Kontakt stehen, in Kontakt bleiben können. Damit wir die ganzen Güter, die wir kaufen, auch wenigstens ansatzweise konsumieren können, dafür brauchen wir Zeit. Und die können wir nicht vermehren. Zeit lässt sich nicht steigern in dem Spiel. Also müssen wir sie verdichten und das ist das, was als Beschleunigung sich bei uns niederschlägt. Und das hat zwei Dimensionen. Erstens scheint die Zeit im Prozess der Modernisierung immer schneller zu vergehen und zweitens wird sie immer knapper als Rohstoff. Ich glaube, dass die These durchaus richtig ist, zu sagen, der knappste Rohstoff der modernen Gesellschaft ist gar nicht das Öl, weil das kann man irgendwie substituieren. Vielleicht gelingt bald die Kernfusion. Angeblich sind wir gar nicht mehr so weit weg. Aber Öl können Sie nicht substituieren. Die Folge ist diese Geschichte mit der Beschleunigung. Ich lasse das jetzt mal weg. Diese Folie habe ich auch in Halle bestimmt schon 3 oder 4 Mal vorgestellt. Also die Idee hier ist einfach, dass 3 Dimensionen der Beschleunigung gibt in diesem Beschleunigungsspiel. Es gibt technische Beschleunigung im Prozess der Modernisierung von Transport, Kommunikation und Verkehr. Aber es gibt auch die Beschleunigung des sozialen Wandels. Die Veränderungsgeschwindigkeit nimmt zu. Die Welt bleibt nicht, wie sie ist. Löbe beschreibt es als Gegenwartsschrumpfung. Und als Folge davon versuchen Menschen schneller zu leben, das heißt das Lebenstempo zu steigern. Man versucht die Zahl der Handlungs- und Erlebnisepisoden pro Zeiteinheit zu erhöhen, indem wir multitasken, indem wir Pausen und Leerzeiten wegrationalisieren und indem wir einfach schneller machen. Fast Food, Speed Dating, schneller reden, kann ich mir sagen. Also weg mit dem Zeug. So, die Folge, jetzt nähern wir uns wieder der Demokratie. Die Folge von diesem, also wenn es bisher richtig ist, ja, Modernisierung bedeutet Dynamisierung, hat mit einschließlich einer eskalativen Tendenz zum Inbewegungssetzen, von mir aus zum Beschleunigen, dann finde ich, folgt doch erstmal schon fast logisch, das kann man jetzt auch mit Luhmann machen, finde ich jedenfalls. Ich finde, Luhmann hätte es tun sollen, aber er hat es nicht getan und Nassei hat es auch nicht getan. Oder, na egal. Nicht alle, wenn Sie systemtheoretisch reden würden, nicht alle Systeme oder Sie können auch sagen, nicht alle Bereiche und auch nicht alle Akteure oder Akteursgruppen sind gleichermaßen dynamisierungsfähig. Ja? In unserer Welt oder in der Gesellschaft lassen sich manche Dinge besser beschleunigen und dynamisieren als andere. Und die Folge davon ist, dass das Schnellere, das Langsamere systematisch unter Druck setzt an den Schnittstellen, da wo das Schnelle und das Langsame ineinander greifen müssen. Kann man wirklich schon an einem Zug sehen. Also das ist mir neulich tatsächlich passiert. Der ICE hat irgendwie zugelegt, ich weiß nicht, weil sie irgendeine Strecke ausgebaut haben oder eine neue Lok hatten oder so, sodass ich dann 20 Minuten früher in Weimar war. Aber der Regionalzug nach Jena fuhr eben trotzdem, der fuhr dann eben 20 Minuten später, sodass die einzige Folge davon war, dass ich jetzt 20 Minuten am Bahnhof warten musste. Und da sehen Sie sozusagen, wie das Schnelles langsamer unter Druck setzt, weil das hat natürlich jedem gestunken. Ja, vorher war es halt einfach so, aber dann 20 Minuten leer zu warten, ist vollständig blödsinnig, ja, so dass man irgendwie sieht, da wo Schnelles und Langsames ineinander, oder wo zwei Systeme zeitlich aneinander gekoppelt sind, ineinander greifen und das eine beschleunigt, setzt es das andere unter Beschleunigungsdruck und wenn sich das nicht beschleunigen lässt, dann kommt es zur Desynchronisation. Die zeitlichen Logiken der beiden Systeme, Akteure, Bereiche, mit der Organisation, fällt auseinander. Und deshalb glaube ich, dass die gegenwärtigen Krisen, vielleicht bin ich in dem Punkt ein bisschen verbohrt, aber ich finde es macht Spaß, das mal so zu durchdenken. Also ich glaube, die gegenwärtigen großen Krisen, wenn ich versuche immer auch, oder wir versuchen in Jena sowas wie Zeitdiagnose zu betreiben, und da würde man fragen, was sind denn die Krisen, die Menschen beschäftigen, ja, wo gehen Dinge schief? Und da würde ich sagen, es gibt mindestens 4 Krisen derzeit, die Wirtschaftskrise, wenn Sie so wollen, die Finanzkrise von mir aus, die Ökokrise, die Psychokrise, die Demokratiekrise. Und alle 4, würde ich sagen, lassen sich ziemlich sauber als Desynchronisationskrisen beschreiben. Ja, da haben sich Bereiche so stark beschleunigt, dass die Zurückbleibenden unter Zeitdruck oder in Probleme kommen. Also erste These nur ganz kurz, ich glaube sogar die Finanzmarktkrise war eine Desynchronisationskrise, weil sie nämlich Finanzmärkte fast unbeschränkt beschleunigen können. Ja, viele, viele Transaktionen werden dort von Computern mittels Computeralgorithmen ausgetragen. Das heißt, man kann diese Dinge fast mit Lichtgeschwindigkeit machen. Ja, viele Gewinne werden erzielt durch Mikrosekunden-Transaktionen.
Aber sie, und deshalb können sie auch Gewinne und Verluste, sie können kaufen und verkaufen und Profit machen in Bruchteilen von Sekunden, aber sie können nicht wirklich produzieren und konsumieren in Bruchteilen von Sekunden. Das Herstellen von Gütern und auch das Konsumieren von Gütern ist zeitaufwendig. Und deshalb glaube ich, dass man diese Krise, man kann es sogar in den Verästelungen nachzeichnen, eigentlich eine Desynchronisationskrise war. Der immer schneller, heißer laufende Finanzmarkt hat sich komplett entkoppelt von der Realökonomie, und die Resynchronisation ist auf jeden Fall eine problematische. Zum Zweiten, und darauf komme ich dann gleich, glaube ich, dass wir es mit einer Desynchronisation jetzt, also Finanzmarkt und Realökonomie wäre innerhalb der Wirtschaftssphäre. Jetzt kann man sagen, aber auch zwischen den sozialen Sphären zeigen sich Desynchronisationsprobleme. Da lautet meine Hauptthese, die ich gleich noch erläutere, dass Demokratie zu langsam ist für den Rest gesellschaftlicher Entwicklung und besonders für die Ökonomie. Das zeige ich Ihnen aber gleich im Detail. Nur noch kurz die beiden anderen. Die Ökokrise, die ja die Grünen ursprünglich mal ganz stark motiviert hat, ist ganz offen, was sollte das sonst sein als eine Desynchronisationskrise? Wir verbrauchen Rohstoffe zu schnell, um für die natürlichen Reproduktionsraten. Es ist ja nicht ein Problem, dass Menschen Bäume abhauen oder verfeuern. Es ist nur ein Problem, wenn wir sie so schnell abhauen, dass sie nicht mehr nachwachsen können. Und es ist auch kein Problem, wenn wir Fische fangen, haben Säugetiere immer getan. Aber wenn wir sie so schnell leer fischen, dass sie sich nicht mehr reproduzieren können, dann kriegen wir ein Problem. Und sogar die Aufheizung, der Treibhauseffekt, ist buchstäblich durch die hohen Geschwindigkeiten, die wir auf der Erde, ich habe gesagt, Dynamisierung hat eine materielle Dimension, materielle Dynamisierung, das braucht Energie, offensichtlich fossile Energieträger und so etwas, und das setzt buchstäblich die Ökosphäre in Bewegung, weil Aufheizen bedeutet Beschleunigen. Das ist so, wenn Gas wärmer wird, bewegen sich die Moleküle da drin schneller. Sodass ich glaube, es gibt sogar eine Desynchronisation zwischen den sogenannten natürlichen ökologischen Geschwindigkeiten und dem sozialen System. Und schließlich, Ehrenberg und andere haben versucht, es darzulegen, gibt es ein Problem mit unserer Psyche, weil die auch nicht unbeschränkt beschleunigbar ist. Ja, der Burnout, glaube ich, kann man ziemlich gut rekonstruieren. Übrigens beschreiben Menschen, die in Burnout sind oder gefallen sind, oder in eine Depression, weil die Differenz zwischen den beiden ist, wenn es überhaupt eine gibt, dann ist sie nur haarscharf. Die beschreiben es häufig als Zeitstillstand, als temporaler Erstickungsanfall. Burnout ist verknüpft mit dem Gefühl, dass die Zeit sich gar nicht mehr bewegt, dass sie abgerissen ist. Es gibt keine Verbindung oder keinen Durchzug mehr zwischen Vergangenheit und Zukunft, schreiben viele. Und ich glaube, es gibt gute Gründe zu sagen, es passiert. Also eigentlich beschreibe ich es inzwischen eher resonanztheoretisch. Burnout ist der Zustand, wenn da draußen überhaupt nichts mehr resoniert. Sie stehen zwar in Beziehungen, Sie haben vielleicht einen Job, eine Familie oder einen Studienplatz und ein Ehrenamt und spielen auch noch im Verein, aber das sagt Ihnen alles nichts mehr. Ja, Sie sitzen am Schreibtisch und sind völlig verzweifelt und haben das Gefühl, das spricht nicht mehr zu mir. In mir ist alles tot und da draußen ist auch alles tot. Das ist der Verlust eines Resonanzdrahtes zur Welt aufgrund von Desynchronisation. Also wir haben vier Funktionskrisen, die allesamt vier Funktionskrisen, die vier Desynchronisationskrisen sind. Und jetzt nochmal zu dem politischen Zeitparadoxon. Da liegt, glaube ich, das Problem der Demokratie. Also meine Grundidee, ich zeige Ihnen jetzt die gesamte Folie, ich lasse das mit den... Können Sie das überhaupt lesen? Ja. Doch, oder? Also die Grundidee ist eigentlich einfach. Die Grundidee lautet, dass wir es geradezu mit einer paradoxen Zeitstruktur haben. Demokratie bräuchte eigentlich mehr Zeit. Und sie hat weniger Zeit. Das ist das so, das wäre das Paradoxon. Warum hat sie weniger Zeit? Naja, weil, das ist das Desynchronisationsproblem, weil zum Beispiel die Euro-Krise ist dafür das beste Beispiel. Ja, Entscheidungen müssen schnell gefällt werden, übrigens auch zum Beispiel beim IS. Gerade, ja, die Kurden brauchen die Waffen jetzt. Wir können nicht erst deliberieren, ob es eigentlich okay ist, in Kobane zu helfen oder nicht zu helfen. Aber insbesondere bei der Marktlogik, wenn man jetzt das Verhältnis von Ökonomie und Politik betrachtet, ist ziemlich klar, Märkte brauchen schnelle Entscheidungen, sagen Politiker ja auch immer. Sodass die Zeit dort für die... dass die Zeit für deliberative Prozesse massiv verkürzt wird. Sie wird aber auch deshalb verkürzt, weil eigentlich alle Materien inzwischen politisch geregelt werden müssen. Ja, wenn Sie die Zahl der Entscheidungen erhöhen, die Sie pro Jahr fällen müssen, haben Sie für jede Einzelentscheidung weniger Zeit. Logischerweise, es sei denn, aber Sie haben nur 24 Stunden am Tag. Man kann Zeit nicht vermehren. Also, je mehr Entscheidungen ich treffen muss, sozusagen, umso weniger Zeit habe ich für die Einzelentscheidung. Und dann kommt noch das Problem dazu, dass man kaum mehr sagen kann, wenn man eine Entscheidung trifft. Eigentlich sollte man rationale Entscheidungen
kann man nur dann treffen, wenn man die kalkulieren kann. Was sind denn die Folgen und die Nebenfolgen von alternativen Pfaden? Wenn die Welt aber komplexer und dynamischer wird, wird es immer aufwendiger zu berechnen, was ein Rentengesetz in 5 Jahre für Folgen hat oder ein Energiegesetz oder so etwas. Es hängt davon ab, wie sich die Weltlage entwickelt, wie sich die Rohstoffe entwickeln, wie sich die Technologien entwickeln. Wenn die Dinge dynamischer werden, komplexer werden, sich verändern, wenn die Handlungsketten länger werden, dann bräuchten sie mehr Zeit, um rationale Entscheidungen zu finden, aber sie haben weniger. Das war jetzt schon ein Beispiel für die untere Seite. Ich glaube, dass man auch deshalb mehr Zeit braucht, aufgrund des Prozesse, die man mit Habermas oder so als Entkonventionalisierung beschreiben kann. Je mehr die Gesellschaft pluralistisch wird, je weniger selbstverständlich ist, umso länger braucht man, um die Basis zu finden, von der aus man handeln kann, um übrigens auch schon erstmal die Akteure zu identifizieren, die eigentlich mitreden könnten. Aber dann ist es auch so, dass für viele Entscheidungen die Reichweite eigentlich wächst. Also sehen es hier, das was bei der oberen drei Entries oben steht, nein, unten steht und unten oben, egal. Okay, ich habe es verbockt, egal. Lass mich nochmal das Argument machen. Also, das Argument sollte lauten, für sowas wie zum Beispiel Energiegesetze, ja, ist es ganz schwer, das langfristig zu berechnen, was die Folgen sein werden. Ne? Also der Horizont der Berechenbarkeit rückt eigentlich immer näher an uns heran. Wir können vielleicht noch sagen, was für Folgen das in 4 Jahren hat, aber in 10 Jahren wird schon ganz schwierig. Gleichzeitig haben wir es aber mit Technologien zu tun, bei denen die Wirkung der Entscheidung sich fast ins Unabsehbare gesteigert hat. Ja? Ob wir ein Atomkraftwerk betreiben oder nicht, hat Auswirkungen für Zehntausende von Jahren. Und da sehen Sie erneut diese Paradoxie in den Zeithorizonten. Ja, ich kann es nicht mehr lange berechnen, aber ich müsste es eigentlich berechnen über 10.000 Jahre hinweg. Sodass ich glaube, es gibt einen richtigen Squeeze auf politisches Handeln und politisches Entscheiden. Die Zeit, die wir bräuchten, wächst. Die Zeit, die wir zur Verfügung haben, schrumpft. Und die Folge davon ist eine Entpolitisierung und eine Entdemokratisierung. Das führt dann zu sowas wie Deregulierungsprozessen, die wir gesehen haben. Dann macht es eben nicht mehr die Politik. Ja, soll es der Markt doch selber entscheiden. Damit verlieren sie aber auch die Resonanz, die Responsivitätsmöglichkeit. Ethische Privatisierung, wir legen es in die Verantwortung der Bürger. Jetzt plötzlich sind Bürgerinnen und Bürger für alles verantwortlich. Für die Frage, wie es für die ökologische Frage, hängt ja von jedem von uns als Einzelner ab. Inzwischen hängen sogar soziale Gerechtigkeitsfragen von uns als Bürgerinnen und Bürger ab. Sie müssen halt fair einkaufen, dann wird die Welt schon besser werden. Also Entpolitisierung, indem man ökonomisch dereguliert, ethisch privatifiziert oder juridifiziert, man überlässt eben den Gerichten, soll halt irgendein Gericht entscheiden, wie die Dinge weitergehen. Und vor allen Dingen kann man auch beobachten, die Dominanz der Exekutive über die Legislative. Ja, das Parlament braucht sowieso viel zu lange. Ja, also wird irgendwo eine Exekutiventscheidung im Hinterzimmer getroffen und dann dürfen dann die Parlamente das noch abnicken. So, und was ist die Folge davon? Das ist jetzt mein letzter Punkt. Die Folge davon ist vielfältig. Zum einen glaube ich, wenn es stimmt, ich glaube wirklich, zu Beginn der Moderne, seit der Französischen Revolution oder danach, aber lange bis ins 20. Jahrhundert hinein, waren politische Initiativen, das war die Idee progressiver Politik. Bei Koselle können Sie schön lesen, dass es sogar die Konservativen getroffen hat oder erfasst hat. Die Idee war, dass wir politisch die Welt gestalten, ja, und auch verändern. Die Konservativen wollten ja nur Teile des Bewahrenswerten bewahren, aber die Idee war, Politik ist das Instrument, mit dem wir den Wandel, den Fortschritt, das bessere Leben realisieren. Und heute nimmt sich die Politik nicht mal mehr so wahr. Wenn man Parteiprogramme interpretiert, da wird dann nicht mehr davon gesprochen, dass wir jetzt Welt neu und besser gestalten wollen, sondern dass wir unbedingt die nötigen Anpassungsbewegungen machen müssen, weil wir sonst abgehängt werden. Ne? Das gilt ökonomisch sowieso. Wenn wir es nicht machen, dann die Koreaner schlafen gar nicht oder so. Aber das gilt selbst für sowas wie Stammzellen. Das gilt selbst für sowas wie Stammzellenforschung oder so. So hat Schröder zum Beispiel schon argumentiert. Wenn wir jetzt Nein sagen, dann können wir in 10 Jahren gar nicht mehr mitreden, wie wir die Welt gestalten wollen. Also müssen wir jetzt Ja sagen, damit wir dann später vielleicht nochmal die Möglichkeit haben, in irgendeiner Form mitzureden. Und zum Beispiel die Agenda 2010, die jetzt weltweit gelobt wird, wurde verkauft, also die wurde einfach propagiert, also das ist jetzt gar kein politisches Statement, als notwendige Strukturanpassung. Ja, Politik kommt hinterher, sie hilft, unsere Welt so anzupassen, dass wir den davon galoppierenden Tempi noch gerecht werden können.
Das geht nach dem, der Gestaltungsverlust habe ich schon gesagt, das TINA-Prinzip, der ist no alternative nach Margaret Thatcher, hieß bei Schröder Basta-Politik und Angela Merkel sagt, spricht von der Alternativlosigkeit der Politik. Und deshalb glaube ich, das ist mal der Kern meiner Botschaft, wir haben ein Problem, wir haben zwei Probleme, ich sollte nämlich aufhören. Also das eine Problem ist, dass Politik eigentlich die Resonanzqualität verliert. Meine ursprüngliche Diagnose Demokratie ist das Grundversprechen, dass wir die Institutionen der öffentlichen Welt in den Antwort bringen können. Das wird in gewisser Weise doppelt betrogen oder wird im Moment so erfahren, als würde es nicht eingelöst. Zum einen haben Bürgerinnen das Gefühl, dass die Politiker nicht mehr antworten. Ja, das sagen die auch, die politische Kulturforschung macht ja so etwas. Ja. Die Politiker gelten als das, an dem man überhaupt nicht vertrauen kann. Ne. Die Politiker hören ja nicht auf uns. Die wirtschaften ja nur in unsere eigene Tasche. Die sind ja alle von der Wirtschaft gekauft oder ich weiß nicht von wem sonst. Und die Folge davon, nein, ich sage Ihnen nachher, was die Folge davon ist, aber das eine Gefühl ist, Politiker, die Parlamente, die Regierungen, die antworten uns nicht. Na, das führt zu Tahir und Tiananmen, aber auch zu Stuttgart 21 und anderen Dingen. Die andere Seite, ich meine, Politik muss doppelt Resonanz sein. Bürger, also sie muss offen sein in einem responsiven Geschehen zu den Bürgerinnen und Bürgern, aber sie muss auch die Institutionen der Welt gestalten, darauf reagieren, eigentlich am besten gestalten, anverwandeln. Politik ist das Instrument zur Anverwandlung der öffentlichen Welt. Und da gibt es natürlich auch das Gefühl, Politik gestaltet gar nicht mehr, das habe ich schon dargelegt. Ja, Politik reagiert ja nur noch, eigentlich reagiert sie ziemlich hilflos als Feuerlöscher. So dass auf beiden Seiten sowas wie Entfremdung oder jedenfalls Resonanzverlust spürbar wird. Und ich finde, das kann man in der Reaktion der Menschen schön sehen, weil die Reaktion auf das Gefühl, die Politiker antworten uns nicht mehr, ist natürlich Protestwahl. Ja, da wählt man halt Front National. In England hat gerade die UKIP einen Nachwahlsitz gewonnen. Also Sie können mir nicht sagen, dass das nicht beunruhigend sei. Und die AfD hat inzwischen, also Sie wissen, wie viel die haben, davon abgesehen. Also ich finde es irgendwie logisch, wenn ich das Gefühl habe, die Politiker antworten nicht mehr, die reagieren nicht mehr, dann wähle ich halt irgendjemanden, dem ich irgendwie zutraue, dass er vielleicht nochmal antwortet. Wenn ich aber das Gefühl habe, Politik ist gar nicht mehr das Instrument, mit dem ich mir Welt anverwandle, dann gehe ich gar nicht mehr wählen. In Tschechien gab es gerade eine Parlamentswahl, die Wahlbeteiligung war bei 16,7%. Und da können Sie mir nicht weismachen, dass es keine Demokratiekrise gäbe. Also, die zynische Haltung, das Gelächter ist der Ausdruck sozusagen dessen, was wir für Demokratie halten. Und deshalb regt es mich echt auf, wenn wir immer glauben, wir haben ja Demokratie, wir dürfen ja Karikaturen über unsere Politiker veröffentlichen. Nun gut, das habe ich schon gesagt. Jetzt komme ich zu meiner letzten Folie, das ist gar nicht so schlecht in der Zeit. Also was könnten die Reaktionen darauf sein? Was können wir vielleicht auch beobachten als Reaktionen? Ich meine, natürlich gibt es die Idee, können wir Demokratie nicht schneller machen. Die Piraten haben es ja auch ein bisschen versucht, digitalisieren, Facebook-Demokratie oder so. Ich meine, ich will Liquid Democracy, habe ich sogar mal einen Aufsatz geschrieben, warum das bleiben wird und dann waren die Piraten sofort wieder weg. Ist voll dumm gelaufen, aber jedenfalls... Natürlich kann man sagen, okay, wenn die Diagnose richtig ist, dann können wir uns fragen, ob wir Politik irgendwie schneller machen können. Und das geht mit digitalen Medien und über Facebook oder so können Sie natürlich auch erkennen, dass man ganz schnell politische Bewegungen ins Leben rufen kann oder auch insbesondere Empörungswellen. Das ist auch eine Resonanzwelle. Ja? Plötzlich geht eine richtige Resonanzwelle durchs Netz, durch die Netzgemeinde, häufig halt in Form eines Shitstorms oder so, ja? Was ich auch sehr beunruhigend finde, weil ich meine, schon bei Wolf habe ich mich das gefragt. Also meine ehrliche Überzeugung war, also ich glaube, es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen Wolf und Putin. Ich kann nicht verstehen, wie so... Also nein, es gibt auch eine Differenz zwischen den beiden, aber es gibt sogar zwei Differenzen. Aber jedenfalls gibt es ganz schnelle... Das ist schon sowas wie Resonanzwellen. Plötzlich sind sich alle einig im Urteil. Das muss aber nicht besonders gut sein. Ich glaube, dass das weder richtige Resonanz ist, wir können darüber reden, warum nicht, und dass natürlich die Deliberationsqualität dabei untergraben wird. Das hängt ein bisschen mit B zusammen. Man kann das ja auch in eine wirkliche politische Bewegung übersetzen. Occupy als Bewegung oder eben auch sowas wie die Revolutionen im arabischen Frühling. Da glaube ich aber auch, dass es ein Problem gibt, weil da entstehen eine Resonanzsphäre. Ja? Tahrir Square oder von mir aus auch Maidan und sonst was. Das ist schon eine Resonanzsphäre, dass da Bürger so und Bürgerinnen und Bürger auch in gewisser Weise Selbstwirksamkeit zurückerfahren. Aber diese Selbstwirksamkeit ist nicht wie bei Hannah Arendt eine der Gestaltung von Welt, sondern nur ein Protest, eigentlich ein reiner Protest. Wir gegen die anderen. Es ist nicht zu sehen, wie man damit sozusagen das Grundversprechen von Demokratie zurückgewinnen kann, dass man darüber die Institutionen der öffentlichen Welt sich wieder anverwandelt, dass man diesen Gestaltungsanspruch zurückgewinnt. Die Resonanzidee bei mir bedeutet nicht nur, dass ich berührt werde von etwas, sondern auch, dass ich Selbstwirksamkeit erfahre im Sinne von, ich erreiche das auch. Ich erreiche auch etwas bei den anderen oder durch die anderen oder mit den anderen oder in der Welt.
Selbstwirksamkeitserfahrungen sind zentral für Resonanzbeziehungen zu irgendetwas in der Welt. Ja, nicht nur, es berührt mich, sondern ich erreiche was. Also ich kann es gerne in der Diskussion nochmal nachlegen. Und ich glaube, dass solche politischen Bewegungen, wie wir sie da gesehen haben, zu Echokammern werden. Die können ganz stark werden und dann sind sich alle einig, Mubarak muss weg oder so. Aber das bleibt eigentlich bei einer leeren Protestbewegung und nicht, ich sehe nicht, wie das übersetzt werden kann in den politischen Gestaltungsanspruch. Politisch gestalten tun dann solche radikal oder die Selbstwirksamkeit erfahren können, vielleicht auch solche Dinge wie die IS. Aber das ist natürlich weder demokratisch noch resonantisch. Ich meine, ich frage mich, was macht denn IS attraktiv für junge Leute sogar bei uns? Oder aus London oder aus Paris oder anderswo? Und da glaube ich schon, eigentlich ist da natürlich auch das Versprechen zu sehen der Wiederanverwandlung von Welt. Ich meine, der IS macht es gerade. Die bringen die Welt in ihre Gestaltungsmacht, in ihre Verfügung. Die gestalten Welt wieder. Aber demokratisch ist nicht wirklich. Und ich glaube, es geht mit brutalen Formen von, so kann man übrigens auch die Nazis erklären. Die Nazis waren natürlich, die waren Resonanzweltmeister, glaube ich, indem sie mit Fahnen und Liedern und Marsch und Uniformen riesige Resonanzsphären hergestellt haben, aber das ist sozusagen eine leere Echokammer, nenne ich das, die eigentlich gar nicht Resonanz ist, sondern nur Echo. Man hört das immer Gleiche und alles, was irgendwie anders ist, was wirklich antwortet, wird unterdrückt, ausgeblendet oder sogar vernichtet. Deshalb ist das auch nicht die Form resonanter Demokratie, die mir vorschwebt. Das sind also die drei misslingenden Formen von Demokratie und ich hoffe nicht, dass es damit endet, sondern Sie werden mir jetzt sagen, wie die vierte aussieht. Ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Da muss ich ja einfach mal zum Schluss. Naja, ich wollte Ihnen auch noch was übrig lassen. Wir haben jetzt noch eine Dreiviertelstunde Zeit, maximal eine halbe bis dreiviertel Stunde für die Diskussion. Ich kann versuchen, das hier vorne in Gang zu bringen, aber eigentlich bin ich jetzt viel interessierter und gespannter auf das, was wir kriegen. Und da ist schon die erste Frage, insofern muss ich nochmal sowieso nicht vorbereitet und Frage rein. Ja, ich hätte ein Kontra, zwei Fragen. Ich gebe dir eine Frage aus. Ja. Oder raus. Und zwar, AfD, Sie sprachen das schon an, oder die Piraten. Ist es so, dass mit dem schnelleren Schlagrhythmus unserer Zeit solche Sachen immer schneller auch hochwogen, weil die Leute eigentlich schneller empört sind, als die 4 Jahre einer Legislaturperiode rum sind und in der Zwischenzeit quasi irgendwer am lautesten Protest ruft, der bekommt die Leute, die Masse der Neinsager hinter sich und dass es vielleicht zwangsläufig ist, dass diese zwar den Staffelstab abgeben, aber immer wieder da sind. Und wie groß können solche Protestbewegungen werden? Und bringen Sie es vielleicht irgendwann dazu, den nächsten Nazis zu werden, klar? Also ich glaube, das Gefahrenpotenzial, glaube ich, besteht schon, weil ich finde, also wie ich gesagt habe, ich glaube, also zum Beispiel, wenn man sowas wie Piraten oder AfD, wo man ja gar nicht so genau weiß, also für was die eigentlich stehen, ist es, glaube ich, ziemlich eindeutig, dass die sie wählen zum Beispiel, einfach ihre Entfremdung vom politischen System zum Ausdruck bringen wollen. Die da im Parlament sitzen, die uns vertreten wollen, die sprechen nicht zu mir. Ich glaube, man kann da wirklich gut auf die Sprache hören. Sie sprechen mich nicht an oder sie haben mir nichts zu sagen, sagen wir häufig. Kann man sogar, um mal wieder auf meine neue Lieblingsfrage der Dinge zurückzukommen, kann man auch zu Dingen sagen, das Bild spricht mich gar nicht an oder das sagt mir nichts, ist jetzt nur ein Beispiel. Das wäre genau diese Idee, da findet keine Resonanz statt. Ich sehe das zwar, ich sehe das blau, aber es sagt mir überhaupt nichts, berührt mich nicht, ich kann damit nichts machen. Und ich glaube, das ist genau die Haltung, die dann in der politischen Dimension zu sowas wie AfD oder Piraten führt. Diese Parteien da, die sprechen mich nicht an, die sagen mir nichts oder ich hasse sie sogar. Ja, also ich fühle mich von denen verraten und ich habe nicht den Eindruck, dass es, na gut, also letztendlich, doch ich würde wirklich sagen, ich glaube nicht, dass es irgendwie eine Vision ist, die dort angeboten wird, auch nicht vom Front National oder von der UKIP oder so, sondern es ist nur dieser Protest, und natürlich auch, wie ich gesagt habe, die versucht, die Stimme wieder hörbar zu machen. Ob das selber nochmal einer Beschleunigungswirkung unterliegt, das weiß ich jetzt nicht so, das weiß ich nicht grundsätzlich. Aber was offensichtlich ist, dass die Formierung halt schneller geht. Also man kann das viel schneller in das Bewusstsein bringen und über Facebook und andere, das können Sie wirklich zeigen. Also die Verbreitungsrate, wie lange dauert es, bis so eine Bewegung irgendwie ins Bewusstsein gerät oder so, hat sich gigantisch beschleunigt. Und ich glaube natürlich, die auch für Aufmerksamkeitswellen geht, das habe ich ja versucht anzudeuten. Empörungswellen können Sie heute ganz, ganz schnell erzeugen. Das ging früher nicht so einfach, weil es
Also man, selbst als es sowas wie Leitmedien gab, bis das ins allgemeine Bewusstsein gedrungen ist, dauert es länger. Wo das aufhört, weiß ich nicht. Ich finde, also bisher haben wir ja die Erfahrung gemacht mit ziemlich vielen, gerade mit rechten Parteien, die kamen und gingen. Ja. Ich meine, auch die NPD hatte irgendwie, wann war das, 69 oder so, oder 72, schon mal fast 10% in Baden-Württemberg und dann waren sie wieder weg vom Fenster. Ja. Eine Zeit lang habe ich immer gesagt, lass sie doch ins Parlament kommen, die machen sich da so lächerlich, dass sie bald wieder weg sind. Ich würde das auch von der AfD erwarten eigentlich, aber, ach doch, da haben sie eine gute Chance, die haben überhaupt kein Personal. Aber ich finde, es gibt keine Sicherheit dafür, das kannst du sowas, kannst du sowas wie neuen Totalitarismen führen. Ja, machen wir mal weiter. Habt ihr vorne eine Minute? Also, ich würde eigentlich bezweifeln, dass es überhaupt... Können Sie das alle verstehen? Sie müssen schreien. Einfach aufstehen. Ja, also ich würde eigentlich bezweifeln, dass es überhaupt möglich sein kann, überhaupt quasi diese Resonanzräume, die auch immer in der Demokratie überhaupt wiederzuerlangen. Also ich meine, ich glaube, was oftmals in den Sozialwissenschaften vielleicht nicht so implementiert wird, ist eigentlich, dass wir halt quasi mit der ganzen technischen Automatisierung und so weiter quasi eine Verdichtung von allen möglichen Prozessen haben. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie viele Dinge zum Beispiel in der öffentlichen Infrastruktur und so weiter quasi durch Computer gemacht werden oder quasi organisiert werden, kann man sich ja mal überlegen, ob das überhaupt möglich wäre, quasi diese ganzen Prozesse auch einfach ohne Computer zu machen. Ich bin der Meinung, das ist eigentlich nicht möglich. Ich denke eigentlich, dass man, um quasi diesen technologischen Status quo oder einfach den gesellschaftlichen Status quo zu erhalten, eigentlich darauf angewiesen ist. Und ich denke, dass letztlich halt, wenn die Gesellschaft komplexer wird, dass quasi das Verständnis für diese ganzen technologischen Prozesse und so weiter eigentlich quasi die kognitiven Möglichkeiten eigentlich übersteigt. Ja. Insofern denke ich halt, dass man quasi das Verständnis dafür verliert. Und was ich mir halt überlegt habe, ist eventuell, dass man quasi versuchen wird, den Menschen wieder zu synchronisieren auf diese Prozesse, quasi auf diese kognitiven Prozesse, indem man halt eventuell in Richtung Transhumanismus. Ja, genau, ja. Und das wäre quasi diese Optimierungslogik, die ja nicht nur auf der technologischen Ebene stattfinden würde, sondern auch quasi dann immer bei Menschen anfängt. Die Frage ist halt, wie man da quasi wieder zurückkommt zu. Können Sie mir das mal erklären, Transhumanismus? Da bin ich jetzt einfach nicht. Ja, man kann zum Beispiel, keine Ahnung, alle möglichen Gimmicks irgendwie am Körper, zum Beispiel auch im Gehirn und so weiter einsetzen, um zum Beispiel, keine Ahnung. Ja, aber ich finde, dass Sie völlig recht haben. Also das genau genommen würde ich, das sage ich auch immer, und zwar in zweierlei Hinsichten. Also eine Möglichkeit, also genau genommen ist das langsamste Glied Desynchronisation. Menschen sind desynchronisiert. Ja. Sie haben recht, mit diesen davon eilenden auch Vernetzungsmöglichkeiten und Spielräumen können Menschen, weder menschliche Körper noch menschliche Psychen so ohne weiteres umgehen. Und de facto versuchen wir das ja auch transhumanistisch zu werden. Also ich meine, erstens mal ich finde es wirklich unglaublich, diese Selbstoptimierungsversuche, die haben erstmal eine ganz einfache Basis. Ich finde es schon erstaunlich, wenn Sie heute, ich habe gestern eine Studentengruppe eingeladen, ich konnte das irgendwie nicht glauben, egal was der Hintergrund war, die haben alle, da hat keiner irgendwas Alkoholisches getrunken oder so, ja, und nach 2 Stunden mussten sie alle nach Hause, um wieder zu arbeiten. Das sind lauter solche Versuche, sozusagen Effizienz zu steigern, Leistungsfähigkeit zu steigern. Das gab es früher nie. Also irgendwas stimmt. Aber dann zum Beispiel diese Bewegung Quantified Self, ja, wir haben irgendwie so Armbänder an, also ich nicht, aber das ist ich dachte zuerst, das ist ein Witz, aber Sie wissen, dass das wirklich gibt und dass das rasch zunimmt, wo man sich in allerlei Hinsichten vermisst, also wie viele Schritte mache ich am Tag, wie wechseln meine Ruhe- und Arbeitsphasen ab, wie viele Kalorien verbrauche ich am Tag, wie viele Kalorien nehme ich auf, wie viele Kohlenhydrate, was weiß ich was. Und all diese Dinge können Sie optimieren, erstmal durch Eigentätigkeit und dann eben durch alle Arten technischer Innovationen. Also Insulinpumpen ist ja noch sinnvoll, weil das nicht unbedingt transhumanistisch ist, aber es gibt die Versuche, zum Beispiel Gedächtnisleistungen auszulagern und tausend andere Sachen. Also das wäre eine Möglichkeit und ich bin mir auch nicht sicher, ob Sie, vielleicht ist es die Zukunft der Welt. Ich finde sowieso interessant, dass Jugendliche, auch das ist ein guter Indikator, Jugendliche, ich denke zum Beispiel an Schüler, jeden Sommer mache ich so eine Sommerakademie für Schüler, die sind jedes Jahr weniger an politischen Sachen interessiert. Ich finde, das ist genau der Ausdruck dessen, was ich sage. Die Welt wird nicht politisch gestaltet, aber technische Sachen interessieren die. Ja, wie könnte denn die Zukunft sein? Ja, in Cyberspace oder sonst etwas. Und vielleicht ist es wirklich so. Vielleicht sind wir schon auf dem Weg dazu, zu einer ganz neuen Vernetzungsform, ja, wo irgendwie, ich weiß nicht, was passiert, wenn wir alle mit Smartphones, dass diese Smartphones unsere Nervenzellen oder so etwas werden. Aber ich finde nicht, dass wir beim Nachdenken über politische Welt davon ausgehen können. Wir können nur die Maßstäbe haben, die wir haben. Und es
Vorstellungen gelingenden Lebens, die wir haben. Und ich finde, dass man geradezu eine Pflicht hat, zu versuchen, sich daran zu orientieren. Und ich finde, so hoffnungslos, wie Sie es ursprünglich dargestellt haben, ist jetzt auch wieder nicht, weil es, trotz aller davon galoppierenden Technik, geht es auch ganz schön schnell, wie Menschen Dinge verändern können. Ich meine wirklich, nehmen wir mal den IS. In ganz kurzer Zeit bringen die riesige Räume unter ihre Kontrolle und legen dort alles lahm. Es geht schon. Und ich meine, es war auch beim Arab Spring, so hätte doch keiner gedacht, innerhalb von ein paar Wochen ist ein Regime nach dem anderen gefallen. Und übrigens auch hier in Ostdeutschland, Sie haben ja ganz große Erfahrungen gemacht. Also ich als Wessi dachte auch, diese Systemtrennung, die wird ewig sein. Wir haben gar nicht darüber nachgedacht, dass vielleicht der Ost-West-Konflikt überwindbar wäre. Und innerhalb von einem halben Jahr war das Ding weg und mit ziemlich tiefgreifenden Transformationen. Deshalb würde ich sagen, und das Resonanzverlangen ist riesig. Sieht man bei sowas wie Fußball-WM. Plötzlich verwandelt sich Deutschland in eine Resonanzzone, ja, wo alle in einen gemeinsamen Gefühlstag gehen. Deshalb würde ich sagen, Sie sehen wie unentschieden, wie es weitergeht. Also erstmal wollte ich sagen, dass ich finde, dass man mit Ihrer Theorie die Situation der Welt in Krisen und so sehr gut erfassen kann. Also mit Ihrer Theorie, aber nicht lösen. Ich habe mir die Frage gestellt, was Sie als Ursache, also explizit genauer gesagt, was die Ursache für die Beschleunigung ist. Ja. Und da haben Sie mal am Anfang Ihres Vortrags angesprochen, dass es also mit dem Geist der Moderne zu tun hat. Ja. Das ist relativ abstrakt, wo Sie auch gesagt haben, die Definition von modern ist relativ schwer. Und dass es eben auch eine gewisse Lusterfahrung ist, in Menschen sozusagen auch eine gewisse Veranlagung dafür gibt. Ja. Aus meiner Sicht sparen Sie dann eine gewisse, ich würde dem widersprechen, was ist meine Sicht. Okay. Ich würde eben viel stärker auf die kapitalistische Sphäre eingehen und den Beschleunigungstreiber eigentlich ausmachen. Und da würde ich gerne wissen, Sie dazu stehen, ob Sie das vielleicht präzisieren können, was jetzt genau die Lokomotive antreibt und nach vorne treibt und Dinge hinter sich lässt. Mhm. Und das wäre es eigentlich. Also, können wir das noch weiter ausführen? Nein, ich glaube, ich verstehe, was Sie meinen. Ja. Aber ich meine, die Frage ist schwierig, aber genau die interessiert mich. Oh, ja, wirklich. Also natürlich kann man zunächst mal sagen Kapitalismus, weil ich gebe Ihnen völlig recht, das ist eine entscheidende Lokomotive auch in der strukturellen und institutionellen Verankerung. Ich finde Marxens Analyse, da würde ich wirklich relativ orthodox marxistisch argumentieren. Das Kapital wird zum Subjekt der Bewegung und da sieht man auch den Steigerungszwang. Sie kennen diese super einfache Grundformel, wo ich aber ehrlich gesagt bis heute nicht einsehe, wieso ich nicht daran festhalten darf, auch wenn alle möglichen Leute mir das immer wieder einreden. GWG-Strich, die Logik der wirtschaftlichen Bewegung ist, dass Geld investiert wird und damit ökonomische Tätigkeit in Gang kommt, mit dem Versprechen daraus irgendeinen Gewinn, also einen Profit zu ziehen, einen Mehrwert, G-Strich. Geld wird in Bewegung gebracht, um daraus Profit zu ziehen. Und da ist diese Notwendigkeit, die Notwendigkeit der Steigerung ist dort dynamisch angelegt. Und ich würde sofort Ihnen zustimmen, dass diese Logik, diese Steigerungslogik, und deshalb finde ich immer, ich habe nichts gegen Marxismus, die Frage ist, welche von den beiden, weil ich finde, es gibt zwei Marxismen. Die eine ist der Klassenkampf, die einen gegen die einen beuten die anderen aus. Ich finde, das beschreibt die Situation nicht so besonders gut, weil nach meiner Auffassung selbst die Gewinner des Spiels eigentlich geradezu zu Idioten werden, die von dieser Logik getrieben werden, GWG-Strich, aber ist jetzt egal. Also ich gebe Ihnen sofort zu, die ist zentral, das ist auch ein zentraler Motor, aber ich glaube letzten Endes trotz allem, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich meine Dissertation eben nicht über Marx, sondern über Charles Taylor geschrieben habe, der sich als Kulturalist beschreibt und für mich ziemlich plausibel gezeigt hat, dass an der Basis allen menschlichen Daseins geradezu Selbstinterpretation oder Weltinterpretation, die beiden gehören zusammenstehen. Das heißt, auch in unseren materiellen Praktiken liegen noch bestimmte Deutungen davon, wer wir sind oder was wir sind, verborgen. Und deshalb will ich auf sowas wie eine Weltbeziehung hinaus. Ich möchte einen Satz sagen, warum ich glaube, dass es nicht nur der Kapitalismus ist und warum deshalb auch eine ökonomische Form alleine nicht reichen würde. Weil nämlich diese Umstellung auf dynamische Stabilisierung finde ich zum Beispiel auch in der Wissenschaft. Jetzt können Sie sagen, die Wissenschaft hat eben dem Kapitalismus gefolgt, aber da habe ich meine Zweifel dran. Weil ich glaube, dass Wissen für die allermeisten Kulturen, die wir kennen, auch die Hochkulturen, in erster Linie, nicht nur, aber in erster Linie sowas wie ein Schatz war, den man weitergibt, von Generation zu Generation, das zu bewahren. Irgendwie muss man der nachfolgenden Generation beibringen, wie man Dinge macht. Manches davon kommt als Geheimwissen, die Schamanen oder so weitergeben. Und vieles wird als Offenbarungswissen gesehen, aber der Schatz, das Wissen, der Wissen ist ein Schatz.
Und für uns heißt es Wissenschaft, nicht zufällig. Bei uns, da sehen Sie dynamische Stabilisierung. Bei Weber kann man das gut lesen. Wissen ist das, was ununterbrochen weiterstrebt, was immer wieder neue Fragen stellt und neue Antworten herbeiruft. Und in der Kunst ist das so. Es geht nicht darum, irgendetwas nachzuahmen, die Natur oder eine bestimmte Formidee oder die alten Meister, sondern innovativ zu sein, originell zu sein, kreativ zu sein. Das ist die eine Seite. Und das andere ist, dass ich glaube, was ich eingangs gesagt habe, diese Idee, dass das gute Leben darin besteht, Welt in Reichweite zu bringen, ist nicht in erster Linie eine Folge des Kapitalismus, sondern eine der Ursachen dafür, warum ein Kapitalismus sich durchsetzen konnte. Also wie Weber versucht hat zu zeigen, eigentlich völlig irrationale Welthaltung. Also dieses Programm, dass das Gute, und da kommt die Lust her, dass wir davon überzeugt sind, ich finde, es ist doch so. Ich meine, gucken Sie sich mal kleine Kinder an. Vielleicht sind die schon kapitalistisch verseucht, ganz bestimmt, aber trotzdem. Ich meine, in der Regel fragen Sie ein kleines Kind, wenn Sie irgendwas haben, Ihren Bruder oder Ihren Neffen oder Ihr Patenkind, was es sich wünscht. Das wünscht sich gar keine konkreten Dinge mehr in aller Regel, sondern ein neues Gerät. Ne, mein Neffe oder so, oder meine Patenkinder wünschen sich ständig iPads oder so. Und das sage ich immer, warum? Dann kann ich ganz viele Dinge tun. Den Optionshorizont, ich will eine Kamera, da kann ich fotografieren und dann sind sie auch wirklich glücklich, wenn sie die Kamera haben. Aber zum Beispiel mein 1-Patenkind hat sich gerade eine Kamera gewünscht, damit es Astrofotografien machen kann. Es ist total glücklich und kauft sich jetzt ständig Adapter, Filter und Zeugs, aber fotografieren tut er eigentlich nicht. Also Welt in Reichweite bringen, Optionen vergrößern, ist, glaube ich, zum Inbegriff des Gelingenden geworden. Und deshalb glaube ich, die Revolution, auf die ich hinaus will, ist eine andere Art der Bezugnahme auf Welt. Nicht bei Marcuse oder so, der kritischen Theorie können Sie das lesen. Prometheisches Weltverhältnis nennt er das. Ja? Welt beherrschen, berechnen, verfügbar machen. Das ist das, was wir uns angewöhnt haben. Und das ist in der Wirtschaft natürlich auch, kommt jedenfalls zum Ausdruck. Und ich glaube, wenn wir stattdessen auf eine andere Form der Bezug, des In-Beziehung-Tretens zum eigenen Körper auch, also wenn man Marathon läuft oder ins Fitnessstudio geht, haben Sie diese Form der Verdinglichung, ich mache mir Körper verfügbar, ja? Ich kriege noch mehr irgendwas, Muskeln oder Laufleistung oder sonst etwas. Das ist eine falsche Art der Weltbeziehung. Das wäre meine Idee. Das habe ich auch schon ganz viele. Wir können auch sammeln. Insofern, können wir mal sammeln. Das ist ein bisschen dann kaputt zu nehmen. Bitte sehr. Was halten Sie im Gang von solchen Sachen wie Ökologie, Langsamkeit oder auch mit dem begrenzten Wachstum, wo man sagt, ein Mensch kann nur wachsen, bis ich bin im Urwein erwachsen und dann geht es mir wachsen, dann kann nur noch Krebs in mir wachsen. Ja. Und dann, das ist jetzt zum Beispiel Krankenhausrausch, ist jetzt ja. Krebs zu schwören. Ja. Nur was Neues kaufen, gar nicht mehr Hauptsache kaufen, Hauptsache neue Technik. Ja. Das ist das, was eine Deep-Lot-Bewegung dann macht. Ja. Das müssen wir erstmal aufzusammeln jetzt. Bitte sehr. Ich würde gerne noch auf die Resonanzräume bzw. Resonanzsphären zurückkommen, was wir als Beispiel sehen. Ja. Das ist ein langes Demokratiestaat heute im Mittelpunkt. Ja. Ich würde mal darüber hinaus ein bisschen welches noch geben. Lyrik scheint bei Ihnen auf alle Fälle noch ein bisschen. Die wer? Die Lyrik. Weil Sie sich auf Lyrik beziehen, hat auch schon Ihren Beschleunigungsbuch. Insofern, im Übrigen, würde ich beim Vorredner über Münze widersprechen wollen. Insofern, Sie brauchen diese Technik jetzt an Ihrem Beispiel des Vortrags gar nicht unbedingt. Man hätte ja heute auch die Rechte im Radwechsel, die Sie dicht nehmen können. Was ja. Sie ja so darüber dann zum Beispiel sprechen können, jetzt das beschleunigt. Man sieht das ja soziologisch sehr schön, wie Sie jetzt mal schneller werden in den Vorträgen. Ja, glaubst du mir, ich habe das schon zum dritten Mal gesehen. Meinen Sie jetzt zwischen den Vorträgen oder innerhalb des Vortrags? Nein, nur während des Vortrags. Achso, ja. Das ist eine sehr schöne Sache, weil man viel reinbringen möchte, aber vielleicht während die Form etwas lyrischer zu machen, um mehr mit Lyrik zu arbeiten. Oder was für Sie auch sehr spricht, ist dieses Musikalische, das aufzugreifen, weil Sie ja Woodstock erwähnt haben und ja. So weiter. Das ist ja auch was wo ich vielleicht eine Resonanz habe, aber sehen Sie da auch weiter, wo man das einbauen kann. Ja, okay. Die Frage wäre ja, ob Politik dann lyrisch werden müsste, um musikalisch zu machen. Ja, okay. Ich würde da jetzt gerne meine zwei Fragen anschließen, ja, dann machen wir die nächste Runde. Und zwar geht es nochmal um die Frage der Instrumente einer neuen Politik oder einer anderen Politik. Und wenn Sie schon mit Musikern zum Geburtstag kommen, dann würde ich auch nochmal so ganz alltäglich Instrumente wie den Volksentscheid nochmal in die Runde werfen. Ja. Das ist ja zumindest ein Momentum, in dem man schon sehr konkret etwas ausmachen kann. Also wir hatten jetzt in Berlin den Fall Tempelhof, da wurde doch über eine relativ lange Zeit darüber gestritten und diskutiert, was machen wir nun mit diesem riesigen Platz, der in der Mitte der Stadt liegt. Und am Ende gab es eine Entscheidung, die auch gegen die Politik funktionierte. Ja. Und sehr viele Menschen in Berlin fühlen sich wohl, weil sie wirklich eine Wohnung suchen, fragen, musste das so sein. Aber das ist, aber ist dann eben so. Und ist dann auch, glaube ich, ein ganz klassisches Instrument, wo auch man auf dem Papier erkennt und die Verhältnisse und so weiter. Ja. Insofern hat sowas eigentlich zu tun, dass reaktiviert werden.
Und das Zweite ist, bei dem Thema Resonanzen, also wo sind eigentlich die Resonanzräume unserer Zeit? Mhm. Reicht es, das Handy ab und zu mal auszustellen oder die E-Mails nicht zu lesen? Die war schwer zu erreichen in den letzten Tagen. Ich habe das Gefühl, das ist auch gut so, weil das macht sie authentisch, was Sie mir sagen. Und wenn Sie mögen, können Sie auch mal vielleicht noch die besondere Rolle von Religion in dem Zusammenhang. Ich meine, es ist ja auch vielleicht nicht ganz kein Zufall, dass in dem Maße, in dem Religionen und Kirchen einfach abschütten, möglicherweise auch was verloren geht, was uns gerade sehr beschäftigt. Ja. Ja, vielen Dank. Vier spannende Fragen. Na gut, fange ich jetzt mal vorne an. Das kann ich nicht mehr lesen. Ökologie, genau, und Degrowth und so. Also ich werde ja häufig, also immer mal wieder als Entschleunigungsguru dargestellt, was mich irgendwie immer erbost, weil ich habe überhaupt nicht, ich habe keinen einzigen Text geschrieben, der Entschleunigung heißt oder so ähnlich heißt, jedenfalls keinen seriösen, vielleicht das ein oder andere Interview. Aber ich finde, Langsamkeit ist kein Selbstzweck und Schrumpfen ist auch kein Selbstzweck. Also ich meine, kann doch niemand mir im Ernst weismachen, dass langsam per se gut ist. Ja, ich habe jetzt eine ganz langsame Internetverbindung, super. Oder ich fahre nur noch langsame Achterbahn. Oder mein Notarzt braucht jetzt 2 Stunden. Also ich meine, Langsamkeit ist ganz sicher weder ein Selbstzweck noch eine Lösung. Und ich finde auch, Schrumpfung ist nicht eine Lösung. Deshalb brauchen wir eine Idee davon, wo wir hinwollen. Also ich finde, die Idee kann nicht sich nur in einem Gegen beziehen. Übrigens, Degrowth zum Beispiel finde ich auch, also ich war ja gerade auf der Degrowth-Konferenz in Leipzig, natürlich gibt es da hohe Sympathien. Wir haben in Jena ja auch so einen Postwachstumskolleg. Aber ich würde sagen, Postwachstum heißt für mich eigentlich gar nicht in erster Linie Schrumpfen. Das geht mir zu schnell. Ich finde, wir hätten schon wahnsinnig viel gewonnen, wenn wir aus der dynamischen Stabilisierung kämen. Das heißt, wenn wir nicht immer uns weiter steigern müssen, nur um so zu bleiben, wie wir sind. Weil ich finde, es ist offensichtlich, dass es Kontexte gibt, in denen wir uns Wachstum wünschen. Wachstum grüner Technologien meinetwegen oder Innovation in der Ebola-Bekämpfung. Also ich finde, der blinde Steigerungszwang, der ist das Problem. Und das darf man jetzt nicht so umdrehen, dass man das Gegenteil plötzlich für das Richtige hält. Ja? Also Hauptsache schrumpfen oder langsam. Und deshalb bin ich irgendwann aus Verzweiflung auf das Resonanzkonzept gekommen, weil ich immer dachte, ich will eigentlich nicht sagen, meine Botschaft soll nicht sein, macht langsam Leute. Ja? Also die Frage ist, wann wird Tempo schädlich oder auch Wachstum und was könnte die Attraktivität von Langsamkeit sein? Und da bin ich auf die Sache mit der Resonanz gekommen und ich finde, die Ökologie, die Sie ja angesprochen haben, ist dafür ein bestes Beispiel. Warum ist die ökologische Sensibilität, wenigstens die gefühlte, ich meine die gelebte, hochspannendes Thema, warum Umweltbewusstsein und Umwelthandel so wahnsinnig auseinanderfallen, aber egal wie wir handeln, man kann Menschen unglaublich damit berühren, wenn man ihnen zeigt, dass die Gletscher abschmelzen oder die Eisbären aussterben oder so. Und warum ist das so? Ich glaube natürlich nicht, weil wir damit Ressourcen verlieren, sondern weil wir eine Resonanzsphäre verlieren. Ich meine, Leute, das ist das Geheimnis. Also ich meine, war glaube ich die zweite Frage, welche Resonanzsphären gibt es? Die Natur ist eine zentrale Resonanzsphäre für moderne Menschen. Die Stimme der Natur ist auch eine Taylorsche Idee, aber das muss man nicht überhöhen. Auch Sie, ich bin sicher, ganz viele von Ihnen sagen, ach, ich muss mal wieder raus ins Grüne zum Beispiel. Ja, die Deutschen gehen in den Wald, um sich selbst zu finden. Die Idee ist, da komme ich irgendwie zu mir selber, da höre ich, das Erstaunliche bei Resonanzphänomenen ist eben, dass es eine Entsprechung von innen und außen ist, sodass Sie gar nicht sagen können, ob Sie, wenn Sie in den Wald gehen, nach innen oder nach außen gehen. Der Witz ist, dass Sie es ist wirklich so, das kann man phänomenologisch nachweisen, man atmet anders, man steht auch anders da. In der Prüfung sitzen und stehen Sie ganz anders, als wenn Sie am Ozean stehen oder so. Das ist eine andere Form der Weltbeziehung. Und ich glaube, wir haben eine ganz große Sehnsucht, der Natur eine Stimme zu geben. Ja, am Meer, wenn die Wellen heranrollen, ist immer mein Lieblingsbeispiel. Oder auf den Bergen. Wenn Menschen auf Bergen steigen oder im Wald oder anderswo, auch im Kleingarten. Übrigens, und der entscheidende Punkt ist, auch im Kleingarten, habe ich mich neulich mit jemandem darüber gestritten, der gesagt hat, ja, kleinbürgerlicher Unsinn. Nein, also ich glaube, Resonanzsphären, da komme ich gleich auf die Religion, die Resonanz funktioniert nur da, wo man dem anderen, mit dem man resoniert, eine eigene Stimme gibt. Ja, das kann ich, wenn ich es vollständig in meiner Verfügung habe, resoniert es nicht. Ja, da kann ich es bearbeiten, aber es tritt nicht in eine Resonanzbeziehung zu mir, in eine Antwortbeziehung. Das hat immer ein Moment des Unverfügbaren. Ich kann nur mit etwas in Resonanz sein, das ein unverfügbares Moment hat. Und das ist eben auch im Kleingarten so. Ich kann nämlich noch so düngen und gießen, die Blume wird vielleicht trotzdem nichts oder der Salatkopf. Ja, diese Natur lebt irgendwie. Ja, die reagiert schon auf mich. Ja, vielleicht ist es wahr, dass die Blume besser geteilt, wenn ich ihr gut zurede. Aber es ist eine Art von Wechselbeziehung. Und ich glaube, die große Sorge der ökologische ist, dass wir die Natur als Resonanzraum verlieren und nicht als Ressource. Ich glaube, dass wir diese Kluft zwischen Umwelthandeln und Umweltbewusstsein über
überwinden, wenn wir uns das klar machen. Und die Attraktivität der Religion, ich bin gar nicht so sicher, ob die Religion abkackt oder so. Ja. Also natürlich, der traditionelle Gottesdienst oder so, vielleicht, weil da genau die Resonanzerfahrung nicht mehr gemacht wird. Man hat das Gefühl, das ist alles tot. Ja, das spricht mich nicht an. Das spricht draußen nicht und drin nicht. Aber es gibt Menschen, die in die Kirche gehen, Tese oder so, Kirchentage. Gelegentlich gehe ich auf den Kirchentag neuerdings, weil die Resonanzbotschaften hören wollen. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist wirklich die Attraktivität zum Beispiel der Bibel. Lesen Sie sie mal darauf hin. Das ist faszinierend. Das ist fast so ähnlich, wie man das Kapital uminterpretiert. Also, aber die Bibel ist ein einziges Dokument des Schreiens, des Flehens, des Bittens, des Rufens nach Antwort. Dass da einer ist, der uns hört, nach Erbarmen, nach Liebe, nach irgendeiner Reaktion da draußen. Und die Bibel gibt dieses eine große, oder die Kirche, das eine große Gegenversprechen. Ja, da ist einer, der hört dich, der reagiert auf dich, der findet Wege zu dir. Und deshalb ist, die Frage, ich hab gerade mal ein Religionskapitel geschrieben, weil ich glaube, Religion ist auch für moderne Menschen immer noch eine Resonanzachse. Erstens kann ich nachweisen, dass die ganze Esoterikbewegung von Resonanzbedürfnissen getrieben wird. Dass die Steine, die Planeten, die Kräuter, sonst irgendwas mit mir interagiert. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Also jedenfalls ist Religion auch in allerlei Hinsichten, also eine religiöse Erfahrung, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Also die Grundidee von Religiosität, schreibt William James, hat aber auch schon Schleiermacher geschrieben, ist die Idee, dass an der Wurzel unserer Existenz eine Resonanzbeziehung zum Universum. Komischerweise schreiben Schleiermacher, William James, Universum. Und bei Buber gibt es natürlich auch diese Idee. Der Mensch ist auf ein Du hin angelegt, auf eine Antwortbeziehung, auf eine Resonanzbeziehung. Sloterdijk sagt dann, Seele ist Hörigkeit. Und er meint Hörigkeit nicht in unserem negativen Sinne, sondern die Fähigkeit zu hören und zu reagieren, in ein Schwingungsverhältnis zu treten. Und das ist, glaube ich, die Attraktivität von Religion, nicht das kognitive Angebot. Es geht uns schlecht, weil Adam den Apfel gegessen hat, den Eva ihm gereicht hat oder sonst was. Oder alle, die nicht gläubig sind, kommen in die Hölle. Das überzeugt keinen Menschen mehr, glaube ich. Ich glaube fast gar keinen mehr. Aber diese Idee, und wenn Sie gläubig sind und zum Beispiel am Abendmahl partizipieren, dann haben Sie da eine Triple-Resonanz. Ich glaube, es gibt nämlich drei Resonanzachsen. Eine vertikale, irgendwie zu was Göttlichem, was auch durch die Geschichte hindurchgeht, was mich mit dem Kosmos als Ganzes verbindet. Dann natürlich eine horizontale. Die Kommunion ist die Gemeinschaft der Gläubigen, die dort hergestellt wird. Und sogar eine diagonale zu den Dingen. Der Wein, das Brot werden plötzlich zu Resonanzobjekten. Wenn ich das Brot esse oder den Wein trinke als Gläubiger, dann erfahre ich eine andere Form der Bezugnahme. Also ich glaube, Religion ist eine Resonanzsphäre, Natur ist eine Resonanzsphäre, Kunst natürlich. Menschen gehen ins Konzert, weil sie da mal wieder ergriffen, erschüttert, bewegt sein wollen. Ja, wir suchen da häufig auch die Tränen. Ein Problem in ihrer Weltbeziehung haben sie, wenn sie keine Tränen mehr haben. Ja, aber wenn sie weinen, im Buch, mit dem Film, in der Musik, dann haben sie plötzlich noch sowas wie eine Resonanzerfahrung. So, aber das Problem ist, ich will ja eine Kritik der Resonanzverhältnisse schreiben, das Problem ist, dass die Selbstwirksamkeitsseite da fehlt. Wir wollen uns irgendwie erschüttern lassen, aber wir erfahren uns nicht mehr als aktiv verbunden mit der Welt. Ja, nämlich die Welt ist irgendwie die Sphäre des Wettbewerbs und der Steigerungslogiken und Optimierungszwänge und des Verfügbarmachens. Und da kommt die Demokratie ins Spiel. Demokratie könnte das Instrument sein, mit dem wir uns auch als wirksam erfahren. Die Resonanzsphären gibt es natürlich auch in der Familie, aber auch da denken wir, die Familie ist der Resonanzhafen. In der Familie, da lieben wir uns sozusagen zwischen den Familien, den Elternteilen oder wie immer das heißt, also Mann und Frau war das mal und jetzt halt die beiden. Und aber auch zu den Kindern. Ja, da kann man viel dazu sagen, aber es ist egal. Auch die Beziehung zu den Kindern, die stellen wir uns als reine Resonanzbeziehung vor und damit ist die Familie der Resonanzhafen in der feindlichen Welt. Und ich glaube, das funktioniert nicht. Ja, da ist ein Fehler. Da ist die Weltbeziehung eigentlich sozusagen repulsiv, eine feindliche Weltbeziehung, in der man kleine Inseln konstruiert. Der Konzertsaal, der Wald am Sonntag und die Familie oder der Gottesdienst. Und meine These ist, wir müssen es andersrum konstruieren. Ja, wir brauchen eine resonante Grundform der Weltbeziehung und müssen dann Inseln der Indifferenz schaffen. Wenn nämlich der Chirurg sie operiert, soll er nicht in eine empathische Resonanzbeziehung zu ihnen treten. Ja, wenn er nämlich mitzuckt, wenn er schneidet, dann sind sie verloren. Und das gilt auch für den Wissenschaftler. Also wir müssen Formen und Räume der indifferenten Weltbeziehung schaffen, auf der Basis einer Resonanzbeziehung und nicht umgekehrt. Habe ich jetzt was übersehen? Ach, der Volksentscheid. Der treibt mich in Wahnsinn. Ah, ich bin...
Also eigentlich ist ja irgendwie so, dass alle Menschen, die ich kenne und die vernünftig sind, die sind dafür und ich bin trotzdem dagegen. Also ich bin nicht grundsätzlich dagegen, weil ich glaube schon, dass was ich meine Politik als Resonanz oder Demokratie als Resonanzsphäre, die braucht natürlich sowas. Ja, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Wirksamkeit erfahren. Deshalb war ich ja ursprünglich auch mal Kommunitarist. Aber ich finde, so wie die Welt jetzt ist, einfach Volksentscheide anzuführen, finde ich ziemlich schrecklich eigentlich. Weil erstens fehlt natürlich da das Deliberationsmoment. Da können Sie einfach fragen, sind Sie auch gegen Ausländer? Ja, ja, klar, ich bin auch gegen Ausländer. Finden Sie auch, dass Wolf weg muss? Ja, ja, klar, Wolf muss weg. Ist Putin ein Arschloch? Klar, Putin ist ein Arschloch. Also diese Art von Volksentscheide finde ich schrecklich. Und ich dachte immer, die Schweiz hat es geschafft. Die hat eine Kultur der Deliberation, wo man genau das sieht. Aber wenn ich mir die letzten Volksabstimmungen in der Schweiz angucke, dann finde ich, das funktioniert. Also, okay, ich glaube, wir können uns einigen. Ich glaube, es könnte... wir könnten, glaube ich, gerade im Moment auch. Ja, ich weiß, ich neige zur Überspitzung. Aber also meine These wäre, wenn die politische Grundbeziehung eine Entfremdungsbeziehung ist, so wie ich es dargestellt habe, dass man das Gefühl hat, die Politiker hören nicht auf uns und die Politik bewegt nichts, dann halte ich Volksentscheidungen für ein ganz gefährliches Mittel, weil sie in der Regel einfach die Entfremdung zum Ausdruck bringen. Der Tempelhofer Feld finde ich ein gutes Beispiel dafür. Ich habe nicht wirklich überzeugende Gründe dafür gehört, warum man diese Randbebauung zulassen sollte, außer dem, dass man den Politikern wieder mal eins auswischt. Also ich finde Volksentscheide, die ich kenne, auch in Hamburg, die Bildungsreform war natürlich sinnvoll. Und da haben wir halt einen Volksentscheid gemacht, das ging sowieso nur die gebildeten Wählen und die haben gesagt, wir wollen unsere Privilegien und Pfründe schützen. Also einfach so ein Volksentscheid in eine komplett entfremdende politische Welt zu kippen, hat, glaube ich, fatale Konsequenzen, da wäre ich echt dagegen. Man muss diese Kultur und die Bedingungen dafür wieder schaffen, Arenen der Deliberation und des Resonanzgespürs. Also vielleicht geht es auf ganz kleiner Ebene, aber grundsätzlich fürs Allheilmittel halte ich es nicht. Nicht nur den Einsatz loswerden, dann denken Sie tatsächlich aber sehr stark, wenn Sie Politik beschreiben, immer in der verfassten Politik, wie sie jetzt ist, Parteiendemokratie und es gibt relativ wenig an politischer Struktur oder an politischen Denken außerhalb offenbar. Nein, ja, also ich weiß nicht, ich bin hin und her gerissen, deshalb habe ich ja gestöhnt bei der Frage, ich weiß nicht richtig. Also ich meine, ursprünglich war ich mal großer Anhänger von Benjamin Barbers starker Demokratie, die ja bestimmt das Gegenteil davon ist. Aber auch er hat ja ein Konzept, und in der deliberativen Demokratietheorie gibt es das häufig auch, dass man viele Arenen schaffen muss und dann aber auch Filter sozusagen und Übersetzungsmechanismen. Also ich glaube schon, dass man nicht nur etablierte Politik haben kann, aber dass man diese schnellen Massenbewegungen über Facebook organisierte Bewegungen, die dann sofort in den Gesetze oder so, ich halte das für eine Katastrophe. Daraus entsteht weder rationale noch gute Politik. Wenn man ganz schnell, sie können ganz schnell riesige, wahrscheinlich 2/3 Mehrheiten für irgendwas organisieren, gerade in dieser Form der Welt. Und ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Ich muss jetzt aufhören, weil ich noch Fragen habe. Moderator. Ich hoffe, das ist nicht so eine schreckliche Boxer-Frage. Ist aber trotzdem was Grundbegriffliches. Ja. Oh je. Und es fängt mit der Beobachtung an und wird eine Frage. Ich glaube, wir haben eine akustische Theorie der Moderne gehört. Weil du denkst, dass sozusagen alles, was Resonanz ist, denkst du sozusagen von Musik her. Vielleicht. Alle Beispiele waren so, alle Stimmen waren so. Das ist sozusagen, also systematisch, aber auch, wenn man es anthropologisch ausziehen würde, oder wie auch immer, sozusagen einseitig. Da habe ich von beiden Feldern keine große Ahnung. Aber von der Demokratietheorie will ich mir ein kleines Erarbeiter haben und sagen, es geht nicht nur darum, eine Stimme zu haben, sondern was machen die Leute, die in Hongkong da sich versammeln und sozusagen auch die paar normalen machen. Die wollen auch visibel werden, die wollen sichtbar werden. Und mein Problem, was ich nur an dieser Stelle aufhängen würde, was man aber auch allgemeiner darstellen könnte, ist die Frage, kann man gleichsam von der Akustik her denken, dass wir eine allgemeine Resonanztheorie machen? Oder müsste man nicht anders ansetzen und sagen, okay, von der Akustik her kann ich Resonanzverhältnisse auf diese Art und Weise denken, von der Ebene des ikonografischen, des Visibelwerdens müsste ich es so denken und von noch anderen Ebenen, die ich jetzt gar nicht erwähnen will, müsste ich es noch anders denken. Und dann erst, wenn ich gleichsam solche Zwischendifferenzierungen einführe, komme ich zu diesen verschiedenen Weltverhältnissen, zu diesen von Selbstbestätigung, Selbsterkennung, Mein Eindruck war sozusagen, ich spitze das jetzt maßlos zu, du hast uns einen akustischen Imperialismus hier vorgestellt, der theoretisch fatale Konsequenzen hat. Die du dann explizieren müsstest. Also die Frage finde ich auf jeden Fall, finde ich sehr gut.
und die ist, also da ist bestimmt auch viel dran und die sind, ich habe den Vorwurf, habe ich tatsächlich schon mal gekriegt. Ja. Also Resonanz ist natürlich erstmal ein musikalisches Phänomen, nicht von dir. Es ist ein musikalisches Phänomen, es ist halt überhaupt auch ein physikalisches Phänomen, also sozusagen also man kann das zum Beispiel auch mit allen Formen von Schwingungsverhältnissen versuchen zu machen. Natürlich ist auch es hat zunächst eine emotionale Qualität. Also der Grundbegriff ist ja nicht die Akustik, sondern es ist die Form der Weltbeziehung und die ist natürlich eine auch gefühlte Weltbeziehung. Ich versuche das zu beschreiben, ein bisschen postmodern oder poststrukturalistisch die These ist, Resonanz ist nicht ein emotionaler Zustand, sondern ein Beziehungsmodus, eine Art und Weise, miteinander in Beziehung zu treten. Und der hat diese zwei Seiten. Erstens die Affizierung, da berührt mich etwas. Das kann man gut in der Sprache nachbilden, weil Affizierung kommt meiner Ansicht nach, ich habe es versucht zu prüfen, aber ich bin nicht zum eindeutigen Ergebnis gekommen, von adfickere bzw. adfackere. Also etwas wird mir angetan, etwas berührt mich. Und darauf reagieren wir mit einer Emotion. Die Emotion geht nach außen. Also etwas kommt nach innen und etwas geht nach außen. Und dieses nach außen gehende sind Momente der Selbstwirksamkeit. Und tatsächlich würde ich sagen, zum Beispiel, ich finde Sloterdijk an dem Punkt tatsächlich interessant. Er sagt schon, und wir wissen, dass es schwierig ist, vorgeburtlichen Psychotheorien zu entwerfen. Aber seine These ist, als der Embryo steht schon in einer Resonanzbeziehung, weil er wird durchpulst vom Blutkreislauf der Mutter. Er hört den Herzschlag. Bei Sloterdijk wird es tatsächlich auch ganz stark über Hören gedacht. Aber es befindet sich definitiv in einem umgebenden Material, das auf es reagiert, mit dem es in Wechselwirkung steht. Und wenn das Baby geboren wird, dann zerbricht es plötzlich. Ja, da gibt es diese Resonanzbeziehung nicht mehr. Und dann entdeckt er seine Stimme als das Instrument, mit dem es Welt wieder, in genau diese beiden Erfahrungen macht sozusagen, wieder in zum Beispiel Nahrung beschafft, aber auch Selbstwirksamkeit erfährt. Und da kann man erstmal sagen, das ist akustisch gedacht, aber ich glaube, dass natürlich unsere ganze Körperlichkeit auf diese Art von Wechselwirkung angelegt ist. Und, jetzt kommt mein entscheidender Gegenschlag, ich glaube, es ist natürlich auch, in der Visibilität sieht es nicht anders aus. Der Blick ist ein zentrales Instrument. Wenn man die ganze Philosophie und Soziologie und auch die Literatur über Blickverhältnisse anguckt, da sieht man natürlich, dass Blicken übrigens auch schon immer, als früher haben sie das gedacht, selbst die Griechen noch, als das Hin- und Hergehen von Strahlen, die uns affizieren. Das war sozusagen genau die gleiche Idee, dass in dem Blick, in dem Ansehen, du hast Visibilität gesehen, in dem Sehen und Gesehenwerden, hast du, glaube ich, die gleiche Form der Beziehung. Dass es natürlich nicht einfach nur ein Gesehenwerden wie auf einem Foto ist, sondern eine, die eine Resonanzbeziehung herstellt. Gibt hochinteressante Untersuchungen. Ich finde es interessant, dass zum Beispiel die dispositionale Empathie ist angeblich um 40% gesunken, ist eine amerikanische Metastudie bei College-Studenten. Finde ich ziemlich interessant eigentlich. Die Fähigkeit oder die Grundhaltung anderen Menschen gegenüber, das Interesse, die Anteilnahme soll um 40% gesunken sein. Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll, aber es war so eine Studie. Und da gab es eine davon ganz unabhängige Studie in der Schweiz, wo die geguckt haben, wie Menschen sich mit der Welt, eigentlich wie ihr Weltgefühl ist, ob sie sich glücklich fühlen. Aber die Frage war interessanterweise sogar, fühlen sie sich mit der Welt verbunden? Und getestet haben sie die, nachdem die haben sich immer Leute geschnappt, die einzeln durch den Park gingen und haben denen jemand entgegengehen lassen, der von dem Untersuchungsteam war. Und in einem Fall kam es zum Augenkontakt, die haben denen in die Augen geguckt und im anderen nicht. Die haben an denen vorbeigeguckt oder sie eben nicht angeguckt. Und das Ergebnis war unglaublich. Diejenigen, die kurzen Augenkontakt hatten, berichteten signifikant höher, dass sie sich mit der Welt verbunden und glücklich fühlen. Das heißt, ich glaube, also in dem Blicken und in dem Sehen, was du selber beschrieben hast, in dem Sehen und Gesehenwerden, haben wir die gleiche Grundstruktur von einer Resonanzbeziehung. Deshalb glaube ich nicht nur, dass es eine akustische Struktur ist, sondern eine Grundform des Menschlichen auf Welt bezogen sein. Und es gibt auch sowas wie narrative Resonanzen. Deshalb kommen wir nicht davon weg. Wir gehen immer zu ins Kino und lassen uns da berühren und emotional bewegen. Übrigens glaube ich, dass die Musik da, das weiß man, eine ganz große Rolle spielt. Aber nichtsdestotrotz, die Resonanz ist eine narrative Resonanz und wir lesen das auch in Büchern und fühlen uns berührt in dem Sinne. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe eine neue These. Das nämlich... Ach, ich lasse das jetzt. Also ganz kurz, nein, ich dachte immer, ich habe einen heimlichen Verdacht, da klinge ich jetzt wieder kulturkritisch und den Vorwurf, den ich immer um die Ohren gehauen kriege, aber ich habe irgendwie das Gefühl, eigentlich habe ich die Erfahrung gemacht, also ich bin ein großer Musikliebhaber und ich habe irgendwie fast nie Zeit, in ein Konzert zu gehen. Also habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich die Lösung, ich kaufe mir wieder einen Fernseher, den ich schon abgeschafft hatte, einen großen und ein Dolby Surround System und da kaufe ich mir lauter DVDs und dann kann ich da das Konzert erfahren, statt dass ich da hingehe. Und ich meine, jetzt ist es nicht überraschend, dass es dann doch nicht das Gleiche war, ja, wie bei zum Konzert zu gehen. Aber was ich absolut überraschend fand, ist, dass ich das Gefühl hatte, verdammt und zugenäht, wenn ich das sehe,
bedeutet mir das viel mehr, also wirklich die Resonanzwirkung ist viel geringer, als wenn ich es nur höre, weil vorher habe ich es auf Kopfhörern gehört und da war es ziemlich cool. Und als ich es gesehen habe, hat es mich ziemlich kalt gelassen. Und nachdem ich mir ungefähr 2000 DVDs gekauft habe, bin ich jetzt endgültig zum Ergebnis gekommen, dass ich es aufgebe. Und ich glaube, dass irgendwie komischerweise Bildschirme Resonanzkiller sind. Und ich dachte immer, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube nämlich auch, wenn Sie ein Buch lesen, brauchen Sie keine Musik dazu. Aber wenn Sie einen Film sehen, brauchen Sie es. Wenn Sie den Film ohne, ich meine, es gibt ein paar Filme, die gut sind und keine Musik haben, aber die haben Geräusche, selbst die große Stille, aber eigentlich mit der hörbaren Stille dieser großen Räume und der Natur, wenn Sie den Ton ganz wegnehmen und Sie gucken nur die Handlung, mit Untertitel geht es, dann begreifen Sie, was da passiert, aber Sie haben keine Resonanzwirkung. Und ich glaube, das liegt darin, dass wir da keinerlei Selbstwirksamkeit entfalten. Da fehlt es an der Emotion, die rausgeht. Wenn ich nämlich ein Buch lese, das ist jetzt eine alte These, aber ich glaube, das ist wirklich der Dreh. Ich habe mir immer überlegt, wieso geht es beim Buch und nicht beim Gucken ohne Ton? Und ich glaube, es geht beim Buchlesen, weil ich da selbstwirksam bin in dem Sinne, dass ich diese Welt entstehen lassen muss, von der ich lese. Damit ist meine Theorie hermetisch geschlossen und nicht mehr zu widerlegen. So, letzte Beschreibungsrunde zum Schluss. In 5 Minuten müssen wir aufhören. Gibt es noch Fragen? Eine hat sich da gesehen. Dort ist noch eine. Letzte Chance. Okay. Erst Sie, dann. Ja, hallo. Da ich Hobbymusiker bin, fand ich gerade die musikalische Stimme und so ganz spannend. Und ich habe da im Prinzip jetzt zwei Punkte. Einerseits ist ja Resonanz da zwischen dem Publikum sozusagen und eben so einer Band oder einem irgendeiner Musiker, aber auch die Musiker untereinander kommunizieren und resonieren sozusagen. Ja. Und insofern finde ich das ein spannendes Geflecht sozusagen. Und auf dieses Optische zurückzukommen, das ist eben genau der Punkt. Solche Konzerte sind ja großartig. Also im Prinzip, also das ist fast das, was ich jetzt auch loswerden wollte. Also wenn man da zusammen auf einer Bühne steht, dann lebt das natürlich sowohl vom Klang als auch vom Optischen. Ja. Also nicht umsonst gibt es diese riesengroßen inzwischen Lichtshows und sonst was und Pipapo. Also das korrespondiert miteinander. Ja. Also insofern habe ich eigentlich gar keine konkrete Frage, sondern nur die Beobachtung. Ja, okay. Ich weiß, ein Beispiel von Resonanz war. Ja, aber interessant ist. Aber da geht es. Aber hier, er hatte doch auch noch. Ja, er wollte die Frage. Also, ja, aber jetzt darf er noch. Also, ich bin der Moderator. Ich hätte eigentlich 3 Fragen. Das ist alles gut. Ich kenne jemanden, der zwar wählen geht, aber die Meinung ist, die Stimme zählt eigentlich nicht viel und eigentlich ist es nicht so sinnvoll, wählen zu gehen, weil irgendwie einzelne Stimme nicht gehört, das ist wahrscheinlich das Problem der abgegebenen Stimme. Ja. Aber meine Frage wäre, was würden Sie ihm raten? Die Frage ist, Sie haben das Bild vom Burnout-Patienten gebracht. Da denke ich mir, man könnte die Demokratie vielleicht auch als einen Burnout-Patienten betrachten. Was würden Sie diesen Burnout-Patienten machen? Also, das steht mit der ersten Frage zusammen. Ja. Und die dritte Frage ist der Punkt mit der Religion. Warum spricht der IS so viele oder der Fundamentalismus so viele Leute an? Ja. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo die Gesellschaft auch aktiv werden muss, das herauszufinden, was da so resoniert. Ja. Soll ich? Ja, bitte. Ja, das sind sehr schöne Fragen, weil ich sie, glaube ich, alle beantworten kann. Ich fange mal hinten an. Jedenfalls bilde ich mir das ein. Also die Sache mit dem Fundamentalismus, das finde ich schon interessant. Ich meine, da gibt es, glaube ich, verschiedene. Ich habe mindestens 2 Antworten darauf. Also die eine These, die kam aus der Beschleunigungstheorie, wo ich irgendwie zu dem Ergebnis komme, ich habe ja einen gewissen Weg zurückgelegt, eigentlich finde ich, ich glaube, ich habe sogar ein bisschen auf meine Kritiker reagiert, was man mir gelegentlich vorwirft, dass ich das nicht täte. Ja. Also ursprünglich habe ich ein Buch geschrieben über Identität. Also was verschafft uns eine stabile Identität? Dann bei dem Beschleunigungsbuch habe ich schon immerhin zugestanden, es gibt sowas wie heißt es da jetzt wieder? Also bewegliche Identitäten, situative Identitäten. Heute würde ich sagen, Resonanz ist ein viel besseres Wort, weil mich das nicht festnagelt. Ich muss immer so sein, ich habe eine bestimmte Gestalt, sondern ich muss in einer bestimmten Art der Beziehung sein. Aber aus der situativen Identität war das Problem, wenn die Welt sich so schnell ändert, wie ich glaube, dass sie das tut,
kann ich nicht mehr, da gibt es nichts mehr, wo ich sicher sein kann, dass ich es bin oder bleibe. Ja, also jetzt lebe ich in Jena, aber ich weiß nicht, kann sein, dass ich in ein paar Jahren in Freiburg oder in, oder sonst wo bin. Oder letztes Mal habe ich die Grünen gewählt, aber wenn sie so weitermachen, wähle ich nächstes Mal vielleicht jemand anderen oder so. Also politische Positionierungen, berufliche Positionierungen, Wohnortpositionierungen, Lebenspartnerpositionierungen kommen immer mit zeitlichen Markern einher. Jetzt ist es so, ich weiß nicht, wie es in Zukunft ist, und alles andere ist auch unvernünftig. Ich glaube wirklich, das widerspricht der Logik der gesellschaftlichen, der sozialen Interaktion. Und eine Möglichkeit darauf zu reagieren ist mit fundamentalistischen Positionierungen. Ja? Was auch immer passieren wird, ich werde Zeugen Jehovas sein. Oder Schalke-Fan oder sonst was. Ja. Aber ich glaube wirklich, das ist ein Teil der Attraktivität. Es ist ein Widersetzen, ein Anker setzen gegen diese Idee der schränkenlosen Dynamisierung und Fluidisierung. Ja, etwas setze ich ganz fest. Ich glaube, ich habe mir das schon bei der RAF überlegt, weil da plötzlich die Diskussion so groß wurde und man irgendwie gemerkt hat, dieses Phänomen fasziniert auch Jugendliche, die damit gar nichts zu tun haben. Ich glaube, die Idee ist, dass die gerade nicht, die haben nicht Optionen maximiert. Die haben alles auf eine Karte gesetzt. Die haben ihre ganze Existenz auf ein Programm gemacht. Der IS macht das jetzt eigentlich auch. Ja, radikale Weltreichweitenreduktion eigentlich. Ja, und alles auf eine Karte setzen. Das ist sozusagen die eine Seite der Erklärung. Die andere ist aber auch wirklich dieses Resonanzphänomen. Wenn Menschen das Gefühl haben, die Welt reagiert nicht auf mich, also da fehlt es sowohl an der Selbstwirksamkeitserfahrung, dass ich jemanden erreiche, dass ich da draußen etwas in ein Antwortverhältnis bringe. Das kann man natürlich auch mit Waffengewalt versuchen. Also wenn ich mit der Knarre, also das ist jetzt das radikalste Beispiel, durch die Gegend ziehe, ich meine, jemanden zu bedrohen mit dem Gewehr, ist, glaube ich, Amokläufe oder so, sind verzweifelter Schrei danach, endlich Antwort zu erzielen, endlich eine Resonanz zu hinterlassen, eine Spur zu hinterlassen. Und ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie die Attraktivität auch davon ausmacht. Wenngleich ich, gut, bei der IS fällt mir irgendwie eigentlich nicht mehr viel ein zu rechtfertigen. Das sollte ja eh keine Rechtfertigung, sondern nur eine Erklärung sein. Demokratie als Burnout-Patient wäre dann das Korrelat dazu. Ja, ein bisschen glaube ich, dass das so ist. Also wir sind individuell von Burnout bedroht und auch kollektiv als Gesellschaft. Also ich meine, eine Gesellschaft, die glaubt, dass sie eigentlich nur noch Sachzwängen nachgeht, ja, und eigentlich überall vor Abgründen steht, ja, kommt nicht der IS, kommt Ebola oder die ökologische Krise oder Putin oder sonst jemand, die sozusagen die Gestaltungsfähigkeit verloren hat, die hat ihre, die Art der Beziehung, der Bezugnahme auf Welt, ich glaube, die geht schief, die geht individuell und kollektiv schief. Wir haben nicht mehr das Gefühl, in eine Welt zu teilen, die wir wirklich teilen, ja, in der wir miteinander verbunden sind, sondern es sind isolierte Individuen. Das führt zu dem Burnout-Gefühl, da draußen ist alles tot und leer und in mir ist auch alles tot und leer. Und Demokratie als Instrument, das zu überwinden, das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, scheint mir nicht mehr spürbar zu sein. Und das führt dann vielleicht zu so einer Kalkulation, aber dieses Beispiel war sehr gut, mit dem Typ, der sagt, wenn ich wählen gehe, ist eigentlich völlig sinnlos, das ist eine 40-Millionstel Stimme oder so, kann ich mir auch schenken. Ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da was ändere? Was würde ich dem sagen? Ja, genau das ist die Aggregationslogik, das ist eine stumme Weltbeziehung. Ja, wenn es um die Aggregation von Stimmen geht, macht es, glaube ich, keinen Sinn. Aber Demokratie in Form von Anverwandlung von Welt. Man nimmt damit teil an einer kollektiven Welt, sozusagen. Man wird zu einem Teil eines Prozesses, in dem Welt nicht nur gestaltet wird als das Äußere, das hat auch eine Form von Verfügbarmachung, sondern in dem sie auch anverwandelt wird. Durch das Wählen, durch das Teilhaben an Politik wird es auch meine Welt. Da verwandle ich mir Dinge an. Ich glaube, es gibt zwei Arten von Selbstwirksamkeitserfahrungen, die man unterscheiden muss. Eigentlich, glaube ich, Moderne verwechselt die eine mit dem anderen. Ich kann sagen, ich erfahre mich als wirksam, wenn ich sagen kann, meine Stimme hat den Unterschied gemacht. In dem Sinne werden sie sich nicht als wirksam erfahren im demokratischen Wahlprozess, außer in dem einen einzigen Fall, wo es wirklich an einer Stimme hängt. Sehr unwahrscheinlich. Aber man kann Selbstwirksamkeit als eine Form der Beziehung, in dem sozusagen das Weltverhältnis sich verflüssigt, in dem die Dinge in Fluss kommen und ich mit anderen verbunden bin, interpretieren. Und natürlich wird es nicht so leicht gehen, der da nur noch mit Widerwillen wählt, wird sich nicht durch ein paar Sätze überzeugen lassen, aber wenn er mein Resonanzbuch gelesen haben wird, das 2016 erscheint, oder wenn er ins Konzert geht. Also weil ich finde, dass sie völlig recht haben. Also ich mache selber ziemlich stümperhaft in der Band immer mal wieder Musik und ich habe das häufig gedacht, es kann wirklich sein, dass es einer der Quellen war, wie ich darauf gekommen bin, weil ich gedacht habe, es ist so unterschiedlich, mal passiert das, was wir geschrieben haben, dass man wirklich merkt, jetzt ist man kann es auch mit dem Flow-Begriff versuchen, aber Resonanz finde ich viel besser, man reagiert aufeinander, man antwortet aufeinander, das ist auch wirklich ein Gefühl, oder eine Situation, wo man das Gefühl hat, jetzt kann ich gar nicht mehr falsch spielen. Und es ist richtig, dass sich das auch ins Publikum hinein erschreckt, also ins Publikum hinein erschrecken kann, dass sich dann plötzlich diese Art
Ich wollte noch irgendwas sagen, das habe ich jetzt vergessen. Warten Sie mal, vielleicht fällt es mir gleich wieder. Ah, ja. Ich habe eine Chance, da nochmal einzugeben. Ja, Sie dürfen. Ja, na gut, dann, ich weiß, was ich noch sagen will. Ich komme nochmal zurück, aber kommen Sie erst. Dann sagen Sie es ganz, ganz kurz. Ja, ganz, ganz kurz. Ich bin gleich fertig. Also, ich wollte sagen, genau, also man merkt es beim Spielen. Man kann manchmal spielt man richtig, wobei ich das Gefühl habe, man kennt auch die Gegenerfahrung. Wenn man komplett entfremdet wird, dann geht es nicht mehr lange. Ja? Dann finden die Finger den Weg nicht mehr. Ja? Aber man kann natürlich auch mechanisch spielen. Es passiert einfach nichts. In mir nicht und in den anderen auch nicht. Und manchmal passiert es und man merkt es auch mit dem Publikum. Ja, auch im Publikum, auch wenn man Zuhörer ist. Also ich würde sagen, bei 20 Konzerten passiert nichts, aber beim 21. passiert was. Und es ist eine Grundfrage, über die ich den ganzen Abend und die ganze Nacht diskutieren kann, ob das nur subjektiv ist. Ja, ich bilde es mir halt ein. Bei mir passiert beim 21. Mal und bei Ihnen beim 19. Mal. Und ich glaube das nicht. Ich glaube wirklich, dass sich sowas wie ein Resonanzverhältnis aufbaut. Aber was ich interessant finde, ist der Unterschied zwischen Überwältigen und Resonanz. Ich habe irgendwie neulich eine Werbung gelesen, diese Show, lassen Sie sich überwältigen, ja, weil wir jetzt noch mehr Lightshow und Spektakel haben. Und da habe ich gedacht, ja, das kenne ich auch, aber das ist genau nicht das Resonanzmoment. Das ist nicht diese Form der wechselseitigen Berührung, sondern das ist halt das Überwältigen durch Sinneseindrücke. Und deshalb glaube ich, dass die Resonanztheorie, also ich hoffe, dass die Phänomene auch unterscheiden kann. Bei den Beach Boys ist das Good Vibrations und ich glaube, wir haben heute eine Menge hier, das finde ich super. Ich danke Ihnen ganz herzlich und ich danke Ihnen allen für die tollen Fragen und für das engagierte Mitdiskutieren und Mitdenken und mit dabei sein. Und ich weiß nicht, ob Frau Kassel jetzt noch ein Schlusswort sprechen möchte. Ich müsste gerade schon zum Zug eilen, aber ich will kein Schlusswort sprechen. Ja, ganz herzlichen Dank nochmal an Sie, Herr Rosa, und auch an Sie, Herr Kosch. Nee, ich würde euch ganz gern zu unserer nächsten Veranstaltung einladen, wenn ich jetzt schon mal die Gelegenheit habe, vor so vielen Menschen das zu sagen. Und zwar ist es der nächste Teil der Debattenreihe, der heißt Digital ist besser, übrigens auch ein Stück von Tokotronic, also auch ein bisschen mit Musik verwandelt. Da geht es um Bürgerrechte und digitale Demokratie und unser Gast wird Markus Becke da sein. Googeln Sie ihn mal, auch ein ganz spannender Geselle und ich freue mich, Sie und euch alle wiederzusehen.